Hallo meine lieben Wuppeltaler und herzlich willkommen wieder zu einem neuen hundigen Livestream auf Wer hätte es gedacht, dem Kanal des Hundes. Heute meine Lieben sind wir wieder back am Schissel und zwar in LSPDFA, die GTA 5 Polizeimod tatsächlich. We are back und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, nämlich, ihr könnt schon sehen, wir haben hier eine kleine, aber feine Station auf der Autobahn aufgebaut, nämlich ist das so eine Raststätte hier und da habe ich mir ein bisschen Mühe gemacht und die Uhr ballert raus, wer hätte es gedacht. Boah, endlich kann Zungenbrecher dir mal anfangen, dankeschön Uhr. Und 250 Grüße raus an dich. Ja, ihr könnt sehen, kleine Station hier gebaut. Finde ich so ganz cool. Haben wir nämlich in Real Life ja auch so ein bisschen, so in etwa, ne? Und wer wieder aktiv dabei ist, kann wieder Hashtag aktiv in den Chat reinballern, dass ich wieder weiß, wer der aktivste unter euch ist. Und wir fahren direkt mal mit dem zivilen BMW herum. Und ich würde mal sagen, wir tunen vielleicht auch auf, weil wir sind Autobahnpolizist. Das heißt, wir müssen auch den nachfahren natürlich. Und ich habe mir gedacht, wir tunen den auf, bevor wir da jetzt wirklich auf Streife gehen. Und zwar, wenn wir den zwar unauffällig lassen, aber wir werden auf jeden Fall leistungstechnisch ein bisschen, naja, aufmotzen, will ich mal sagen. Auch ein bisschen tiefer legen und so, dass wir eine bessere Spur haben. So Random Shots feiert, auf das bin ich heute nicht spezialisiert. Heute sind wir wirklich auf ein bisschen die Autos spezialisiert. So, die Felgen erstmal Standard drauf. Turbo, komm, Turbo brauchen wir ein, oder? Zehn und Headlights, Window Tint brauchen wir keine. Genau, das ist das Blaulicht. Bulletproof, Tires, das haben wir auch drauf. Und ganz wichtig, wir machen den, ich würde mal sagen, ja, matt, genau. Wir machen den mal Metallic. Ich liebe den Metallic, den Wagen. Und wir machen natürlich die Reifen, beziehungsweise die Felgen, machen wir mal schön Standard. So, es sieht ja Standard aus. Wir wissen ja, hinten haben wir ja unser Schild, was wir aufklappen können mit Bitte folgen. Das ist, wie gesagt, das perfekte Auto für die Autobahnpolizei. Und ja, machen wir das mal gleich. Worauf spielst du, fragt mich einer. Dreimal darfst du raten, auf was ich gerade spiele, wenn ich modden kann. Natürlich auf dem PC. Bei anderen Spielen geht das ja nicht so wirklich. Also auf PS4 meine ich jetzt. Oder Xbox One kannst du ja nicht sowas modden, das geht nicht. Natürlich auf dem PC zocke ich das Ganze. Und für alle, die gegrüßt werden wollen, wenn ich die Grüß mich Nachrichten lese, ich grüße mal am Ende des Streams durch, Leute. Also wer gegrüßt werden möchte, bitte bis am Ende warten, dann wird durchgegrüßt. Ich kann zwar während des Streams Donations so vorlesen. Das sowieso, aber am Ende des Streams sage ich immer, mache ich eine kleine Grüßungsrunde. So, ich bring mal hier ab. Guck mal. Ist das was Auffälliges? Ah, der ist auffällig. Guck mal. Der wird auch angehupt. Guck mal, wir ziehen mal aus dem Verkehr raus. Da geht sich das überhaupt. Oh, Alter, der fährt aber ein bisschen zu schnell, ne? So, warte mal. Wir machen mal hier Licht an. Oh, der fährt aber knapp vorbei, ne? Schisch. Hallo. Oh, der fährt Gott sei Dank nach. So. Schild hochklappen. Jetzt bitte nachfahren. Bitte. Ich wollte nicht den Traffic Stop canceln. Ich wollte, dass er mir nachfährt. Das war, ja, das hast du ja komplett für mich. Jetzt aber. Das ist der Sound of a Spende. Meine Fresse, er fährt mir nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Er mag mich heute nicht. Boah, Alter, was ist mit dem Motorradfahrer los? Ja, sag mal. Du fährt jetzt mal. Fährt ja mal rechts ran, dass ich mal. Nee, nicht da abbiegen. Prinzessin, ich brauche dich noch. Dankeschön. Das ist der Sound. Ich hab die falsche Taste gedrückt, so. Ich weiß die Taste nicht mehr. Das war's komplett für heute. Jetzt so, das war's. Fahren Sie mal bitte hinterher. Dankeschön. Dankeschön, Dornelis Grill, für 1 Euro Donation an Kingi, nee, King KI 2007 mal raus. Liebe dein Kanal, bist der Beste, Hashtag Glocke aktiv. Vielen Dank für deine Donation. Und dann haben wir noch Android TV. Kannst du mich grüßen? Grüße raus an Android TV, natürlich. Vielleicht gibt's ja Money Rain. Aber ich musste mal hier reinbitten. So, wir fahren da mal hin, ne? Der macht nichts. Er hat Polizisten angefahren. Ja, moin. Scheiße, die warten. Ey, warten, können Sie bitte weiter davor fahren? Ich glaube, das war keine gute Idee, dass die so weit. Ach nee, Alter. Das tut mir jetzt aber leid, ne? Oh, Gott sei Dank. Er ist wieder hier. Warte, sie müssen zurück. Meine Fresse, ey, manchmal. Scheiße, das ist ein Polizist. Ah, mein Gott. Okay, ich darf nicht zurück. Das ja. Ist Sound of a der fährt nämlich dann immer so. Ja, egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Hallo, was gucken Sie so, Matt? Ja, Sie sind gerade. Polizisten haben Sie gerade angefahren, Prinzessin. Ja, das sieht nicht gut aus. So. Das ist der Sound of a Spende. Führerschein-Zulassungsschein hätte ich dann mal bitte gerne gesehen von Ihnen. So, Alter, Leute, ballern Sie so viel raus hier wieder am Anfang. Ist immer am Anfang ballern Sie so viel raus, da komme ich nicht mehr hinterher. Hunde. Das ist der Sound of a Spende. Hunde lieber, ballert 340 raus. Bitte grüß mich. Liebe deine Livestreams. Grüße geht raus an Hunde lieber. Dann Red Dead Redemption 2 zockt mit gegrüßt. Denise Selmer ist auch wieder am Stissel. Herzlich willkommen. Das ist der Sound of a dann Spende. Der Lico Gaming ballert 1 Euro. Dankeschön an dich. Und Skyfuß 11 ist auch wieder hier. Kennst du mich noch? Ja, natürlich kenne ich dich noch. Also die Namen, ich sag's das auch immer. Die Namen merke ich mir Gott sei Dank fast alle. Solange die Namen nicht ändert, weiß ich die Namen. Also ich fragte mal, ob er aussteigen möchte, weil ich da gerade einen Verdacht habe auf etwas. Das ist der Sound of Cori22, moin, wolltest du nur sagen, dass du der beste YouTube längst. Was? Warte mal, da ist gerade was davor, warte mal. So.
Moin, wollte nur sagen, dass du der beste YouTuber längst, weil du auf jede Spende reagierst. Längst, das ist mal wieder typisch Autokorrektur. Und ich finde mega cool, wenn du Facecam durch das Bild rast. Achso, du meinst so? Ja, das ist schon geil, ja. wenn die Facecam durch das Bild rast, kann man mal machen, ja. Auf jeden Fall, vielen Dank, Cory. Und jetzt muss ich dir aber mal fragen, warte mal, ich musste mal ausfragen. Und zwar, ich habe da so ein Menü runtergeladen. Ich spiel das eine Woche nicht oder weiß ich natürlich nicht mehr, wie das eigentlich ging. Ich mache jetzt mal einen Test. Das ist das bezüglich, wollen Sie mal kurz, dann ziehen hier bei mir? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich drücken muss. Nee, das ist schlimm. Das ist der Sound of Das ist echt schlimm, Leute. Weil ihr spielt das, ne, und dann nach einem Tag wisst ihr nicht mehr, was ihr drückt. Ah, da, das war's. Ich will nämlich einen Drogentest machen, weil der zu schnell gefahren ist. Und einen Alk-Test mache ich auch noch. Das ist der Sound of Spende. Ey, das hört nicht mehr auf mit den Spenden, habe ich das Gefühl. Ich kann gar nicht auf den Chat gucken. Guckt ihr das an, das ist abnormal, das ist wieder abnormal. Seht ihr, ich wusste es. Nämlich meistens ist es so, wenn die Leute schnell fahren in GTA, dann haben sie entweder was gesoffen. Das ist der Sound of oder sie sind auf Drogen. In dem Fall ist er besoffen. Limit ist 0,08 und erst bei 0,1 irgendwas ist er. Das heißt, das ist nun mal nicht mehr legal. Das heißt, Gott sei Dank haben wir den runtergeholt von der Autobahn. So, dann nehme ich den mal fest und tue ihn direkt mal rüberbringen. Weil das geht mal gar nicht, ich werde dann das Auto durchsuchen. Nach illegalen Gegenständen. Auf jeden Fall, wir riechen auch den Alk, ne? Wir riechen den Alkohol. Also der hat auf jeden Fall Alkoholgehalt von einem, ich möchte es gar nicht sagen. von einem Einhorn. Nee, komm, setz dich mal da hin, Prinzessin. Das müssen wir dem sagen, dass er sich mal hinsetzt. Gehen Sie mal bitte auf den Boden, Dankeschön. Ich rufe einen Kollegen, der holt sie ab. Weil das Auto müssen wir dann natürlich hier abstellen lassen. Beziehungsweise abschleppen lassen. Skyfußball nochmal raus. Dankeschön, Skyfuß. Dann Landwirtschaftssimulator 19. Holl ballert Euros. Dann Lila Lampenmann ballert Euros. Beste Name ever. Ich tue mal die Suche dabei. Silvia Hellkötter ballert Euros. Das ist aber ein schwerer Name. Das Online-Team ballert auch raus. Kann ich auch noch. Leander Ramolla ist auch wieder hier. Kenne ich auch noch. Also so viele, die ich kenne. Niki Hecht ballert 90 Cent raus. Dankeschön. Und bin ich jetzt alle durch? Ich glaube, da gibt's nochmal ein fett Money Rain an euch, weil ihr abnormal seid. Und treat it like a trophy. Everybody's phone, she stay so low-key. They don't truly know. Oh, bin ich schon wieder ganz stecken geblieben hier, weil ihr abnormal seid. Leute, ballert die so viel raus, sag mal. Es ging ja wieder um die Wurst hier. So. Wie lange spielst du noch? Ich habe gerade das angefangen. Das sind die geilsten Leute, die fragen, wie lange ich spiele. Ich streame seit 7 Minuten. Und dann sag ich, ne, Leute, ich gehe jetzt auf. 7 Minuten, das reicht. Nicht Spaß. Stream geht bei mir eine Stunde. Über eine Stunde sogar meistens. Warum kann ich den nicht durchsuchen? Den Wagen hier? Ich muss mal den Kollegen da runterziehen, ne? Ist hier schon die ganze Zeit am Bienen. Ja, also anscheinend haben wir da keine Problematiken. Ich schau nochmal vorne rein. Aber es kann sein, dass da auch nichts drin ist. Ich lasse ihn dann auf jeden Fall abschleppen. Ich meine, das ist auch ein leicht beschädigter Wagen. Das ist ein BMW M6. Ja, tatsächlich. Und leicht beschädigt vorne. Okay, eine nachgemachte ID-Card. Ich werde den jetzt mal im Playcheck abchecken. Schauen, ob er geklaut ist und dann werden wir nochmal abschleppen lassen. Aber auf jeden Fall war der Typ besoffen. Den mussten wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. So. Ich brauche mal einen Abschlepper, bitte. Ein Abschlepper, bitte. Jetzt kommt der Abschlepper wieder nicht. Habe ich recht, natürlich. Meine Fresse, manchmal diese Abschlepper machen mich echt fertig. Ja, das ist die Sound of Spende. Dankeschön an YM für einen Euro. beste Name YM kenne ich auch noch irgendwo, ja. YM. Wo ich auch nicht wusste, wie ich die aussprechen soll. Einfach YM. Ich hoffe mal ja. Ich muss mal den Herrn Polizisten da runterschubsen. Warte mal. Tut mir leid, Herr Kollege, ich musste das machen. So. Was zum Teufel ist da los? Ach, jetzt kommen zwei von denen, natürlich. Danke dafür. Jetzt zwei von denen kommen. Jetzt weiß aber der andere nicht mehr, wo er hin muss. Super. Haben wir toll gemacht. Das ist die Sound. So, ich repariere mal mein Auto, weil das leicht kaputt ist. Von hinten, ne? Also, die erste Person haben wir schon erfolgreich aus dem Verkehr gezogen. Legalerweise. Ey, bitte setz mich nicht drauf. Nee. Was hat der denn jetzt übernommen? Nee, komisch. Also, manchmal passieren Sachen, die wollt ihr gar nicht wissen. Patrick Kernballert. Alter, 10 Euro ballert da raus. Vielen lieben Dank. Unaufhaltsam. Patrick Kern, vielen lieben Dank. Er ballert raus hier. Das ist der Sound of Spende. Bau, bau. Da kann man schon mal Like-Hype da lassen. That's how I know when I'm unstoppable. Immer schön Like-Hype da lassen. Immer schön Like da lassen. Komplett kostenloser Support auf Patrick Kern seinen Nacken. Servus, Hundi. Servus, lieber Patrick. Vielen Dank für 10 Röhnchen. Und Fireguns auch hier. Kannst du mich bitte grüßen? Besser YouTuber. Grüße raus an Fireguns. Vielen Dank auch für deinen Support. Ich sag immer, Support ist kein Mord.
wer nicht donaten will oder kann, man muss nicht. Man kann auch einfach liken oder einfach abonnieren, das Klatschen aktivieren. Damit supportet ihr mich kostenlos, ohne dass ihr was zahlen müsst. Ist halt eine coole Funktion bei YouTube, ne? Liken oder abonnieren. Machen Sie das jetzt. So, ich fahr jetzt mal. Boah, Alter, sorry, tut mir leid. So, ich setz mich da jetzt so hin, ne? Das ist der Sound of a Spende. Shoplift, dafür bin ich nicht zuständig, Kollege. Und zwar bauen wir. Ach, warte mal, ich kann sogar im Auto aufbauen, theoretisch. Wartet mal, Leute. Ich habe ja eine Mod, ne? Da können wir da sogar aufbauen. So, Speed 73, der ist zu schnell gefahren. Der. Ja, schau mal, da war schon direkt den ersten. Ja, hier vorne. Der Baller, also in dem Fall ist das ein. Was ist das nochmal? Ein Rangy, ne? Ein Rangy. Dann halten wir den mal auf hier. Er ist viel zu schnell gefahren. Oh, der hält nicht an. Okay, alles klar. Meine lieben Damen und Herren, erster Verfolgungsjagd für heute. Ein Range Rover, der anscheinend nicht anhalten möchte. Oder, ah, jetzt möchte er anhalten. Er ist jetzt auf der Ding vorbeigefahren. Egal, da müssen wir ihn jetzt so rausziehen. Was, ich dachte, der sieht mich. Dabei hat er mich jetzt eh gehört. Ich muss nur Sirene anmachen. Muss ich denn hier leider rauszupfen, aber hier, ne? Nicht bei der Kontrolle oben. Wäre schön gewesen, hätte ich ihn beim Kontrollpunkt rausbekommen. Aber jetzt sowieso hier erstmal, warte mal. Ich hab vergessen, mein Schild hochzuklappen, Prinzessin. Tut mir echt leid. Vielleicht haben sie das deshalb das nicht gesehen. Ist das ein Typ? Das ist ein Typ, ja. Tatsächlich. Dankeschön, Ledimi ist auch wieder hier. Grüße an dich und die Zuschauer. Hashtag aktiv. Schau mal, der weiß, dass ich ihn noch kenne, den Ledimi. Der fragt auch nicht, ob ich ihn noch kenne. Weil den Namen habe ich mir auch natürlich gemerkt. So. Hallo, wie sieht es denn aus, Prinzessin? Ach, sie sind ein Herr. Okay, sie sind wirklich ein Herr. Hallo. Wissen Sie, dass sie viel zu schnell gefahren sind da vorhin? Sie sind mit 74 Meistpaar aus dem 50er gerast, ja? So, jetzt will ich mal Führerschein-Zulassungsschein vom Auto sehen, bitteschön. Bitte, danke. So, da la. Wir haben John Williams, geboren am 2.3.1992 dafür. Ja, sieht ja ganz okay aus. Das könnte passen. Ich mach mal einen Playcheck von dem Fahrzeug. Schauen wir gleich mal. So. Das ist der Sound of a Spende. Da scheint alles zu passen. Der Halter passt auch dazu. Ein Crimex Best, der Beste ballert 1 Euro raus. Und ein Crimex Fake ballert 2 Euro raus. Ist das euer Ernst? Warte, war das jetzt beabsichtigt, dass hier gerade zwei so ein Crimex Fake und ein Crimex der Beste gleichzeitig donated haben? War das gerade. Sie haben gerade beide gleichzeitig hier. Also entweder war das jetzt hier voll der Ding oder. Ach. Jedenfalls Dankeschön. Und Thomas Haas, Dankeschön, dass wir P werden. Ja, der Crimex Fake auch am Stissel. Dankeschön für eure Donation und Dankeschön Thomas Haas fürs VIP werden, ne? Grüße gehen raus. Ich werde mal fragen, ob er mal einen Trunktest mit mir machen möchte. Wie gesagt, ich mache das bei jedem, der zu schnell fährt. Da gibt es einfach einen Test bei mir. Bitte einmal blasen. Jetzt dürfen sie mal. Drugalizer. Schauen wir mal, hat er was genommen, der nette Herr? Oder wie sie. Ja, tatsächlich. Kokain positiv. Ich sag ihm das jetzt auch nicht. Jetzt will ich nochmal ein Ding machen. Ein Alk-Test. Ey, wenn der auch nur positiv ausfällt, das ist dann nicht gut. Ja. Ah, nee, warte, das war jetzt ein. Nee, ich wollte einen Alk-Test machen. Kein Kokain-Test nochmal. Jetzt haben wir zweimal einen Drogentest gemacht. Wie sieht's denn aus mit Alkohol? The person failed to provide. Okay. Er möchte also keinen Test machen. Beziehungsweise er weigert sich anscheinend, dass er den Test richtig macht. Ja. So, dann muss ich den aber bitten auszusteigen. Anders geht das gar nicht. So, warten Sie mal ganz kurz. Ich komme gleich zurück. Ich hole nur gerade schon eine Weste aus dem Auto. Weil ich gerade ein bisschen Angst vor dem Typen habe. Ich habe das Gefühl, der hat eine Waffe. Ich bin immer sehr vorsichtig bei Leuten mit Kokain. So, das fragen wir den mal, ob er aussteigen möchte. Können Sie bitte aussteigen? Dankeschön. Wir haben ein kleines Problem mit Ihnen. Oh, sorry, das wollte ich nicht aufmachen. Ich hab ein kleines Problem mit Ihnen und zwar, wir haben Kokain im Blut gefunden, beziehungsweise in Ihrem Drogentest. Und Sie wollen den Test nicht machen mit mir. Ja, tatsächlich. Die Augen sind rot von ihm. Gehen Sie mal bitte auf den Boden. So, ich werde ihn mal ausfragen. Ah, nee, kann ich gar nicht, wenn er am Boden ist, ne? Geht gar nicht. Ich brauche bitte einen Transporter. So, den zweiten mit Suchtmittel. Und wenn ich Suchtmittel höre, dann denke ich mir so, ich muss das ganze Auto durchsuchen. Kollege ist schon da. So. Dankeschön an Hannes. Hannes Baller 2 Euro. Bester Hund, die Grüße aus Kitzbühel in Tirol. Dankeschön, Hannes. Grüße geht raus an dich. Grüße nach Tirol.
Ich bin so Shane, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Der Anton aus Tirol hat schon mal in Graz gelebt, was ich weiß genau, wo der gewohnt hat. Also Grüße geht raus, hatte ich. Und Jana HD, Gaming Ball auch neu raus, vielen Dank. Ihr seid aber heute ganz spendabel hier. Na lass das heute regeln! Und ich brauche einen Abschlepper. Schon wieder. Ja, Abschlepper bitte. Ein Tow Truck. Und der zweite, den wir komplett festnehmen mussten. Was ist denn hier vorne los? Ja, der interessiert mich nicht. Bitte abschleppen, dankeschön. So. Den nächsten, den wir finden, ich hoffe, dass das keiner ist mit Alkoholproblemen oder Drogenproblemen. Weil jetzt haben wir einen Alkoholiker hier aber festgenommen und. Oh, warte mal. Was ist denn hier los? Ey! Auf den Boden! Auf den Boden! Wie geht's auf den Boden? Hallo! Schatz feiert! Ey, Kollegen, macht ihr das bitte weiter? Ich hab keinen Bock mehr. Kollegen, ihr wisst ganz genau, was ihr macht, ja? Ich muss leider auch das aufhalten. Tut mir leid, Herr Kollege. Ja, Schatz feiert. Super toll. Was habe ich da gerade zivil herumgefahren, ey? So, ich mach mal Tag. Das ist der Sound. Boah, Alter. Da habe ich geschnitten, der Typ da vorne. Aber hey, lass uns den mal durchfahren, weil ich muss hier vorne wieder drauf auf die Autobahn. Dass ich wieder den nächsten runterziehen kann. Dankeschön an Xions44er. Ballati, aber auch 11 Euro. Vielen lieben Dank an Xions44er oder 44. Xions44 steht hier einfach. Wieder für 11 Euro und Taiwas ballert 2 Euro aus. Sers Kyson. Er schreibt Kyson. Das war's wieder komplett. Lieben dein Stream. Binar Steira. Bist so ein cooler Hund. Vielen Dank. Ich bin der coolste Hund oder ein cooler Hund? Grüße geht raus an Taiwaz. Der meinen Namen mal wieder falsch geschrieben hat. So, wir bauen ja jetzt hier wieder eine kleine Radarfalle auf, und zwar die interne. Warte mal, das geht sich aber nicht aus, glaube ich. Ne? Warte, ich muss ein bisschen weiter nach hinten fahren. Sorry, ey, chill mal, ich bin Polizei. Ich bin Polizei, Diggi. Dankeschön, wie gesagt, Xio44, Alter, für 11 Euro Röhnchen. Auf sein Böhnchen, da baller da raus. Und wir machen jetzt unser Dingsen hin. So, hoppala, das war so hier. Genau, warte, plus. Kann ich den nicht nach oben ziehen? Das sieht schlecht aus. Achso, ja. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Wir schauen mal nach gestohlenen Fahrzeugen, unser Ausschau. Also alles, was so ein bisschen gestohlen ist, fahren wir hinterher natürlich. Wir fahren gerade alle relativ okay hier durch. Also ihr seht oben links, können wir mal gucken, Flags. Sobald da was aufscheint in Rot, dann wissen wir, dass zum Beispiel das Auto geklaut ist, ob es noch eine Versicherung hat. Also wir scannen das Kennzeichen so gesehen durch. Ist eine Mod, die ich eigentlich fast nie benutzt habe, weil ich halt immer die Radarfalle benutzt habe, die ich mal aufgestellt habe. Aber die ist auch nice, wenn wir im Auto sitzen wollen, was ich heute ja mache. Wie gesagt, Autobahnpolizei ist auch mal ein schöner Job hier. Jetzt hier mal drauf spezialisieren, gucken wir mal. Ist da jemand zu schnell oder... Die fahren alle ganz normal, ne? Nichts Gestohlenes. Was ist denn heute los? Oh, Ellen da vorne. Ja, BMW M4. BMW M4 viel zu schnell. Ne, da komme ich gar nicht hinterher. Guckt euch das an hier bitte. Der BMW M4 hier vorne. So. Das ist der Sound auf die Spende. Wenn man mal hinterher fahren möchte. So, ich werde mal bitten, hier umzudrehen. Ich weiß, das ist etwas unrealistisch, wenn ich das umdrehe, aber ich möchte das gerne machen, damit wir wieder auf den Checkpoint kommen. Er fährt mir eh nach, Gott sei Dank. Wer ballert denn raus hier? Der Minimi Toaster D3. Minimi Toaster, hast du das gerade VIP verlängert oder ist das ein neuer Account von dir? Das ist das. Weil, also ich weiß, der Minimi Toast ist ja schon VIP. Oder hat es gerade verlängert? Wie gesagt, kann sein. Ich gucke dann gleich die ganzen Donations durch, Leutchen. Wir ziehen nur mal den BMW hier aus dem Verkehr. So. Den ziehen wir jetzt mal ein bisschen professioneller aus dem Verkehr als die anderen. So. Das ist der Sound auf die Spende. Hören wir mal aus hier. Er ist viel, viel zu schnell gefahren. Fast 80 Meilen pro Hour ist er, glaube ich, durchgefahren. So.
Hallo. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe, Prinzessin? Ja, Sie sind ein bisschen zu schnell gefahren mit Ihrem Auto. Ja. Genau aus dem Grund habe ich Sie jetzt aufgehalten. Ich würde bitte gerne mal Führerscheinzulassungsschein von Ihnen sehen. Wenn das möglich ist. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Herr Jackson. Von der Jackson im Auto, alles klar. Ja, das wird jetzt ein bisschen eine saftige Strafe für Sie sein. Das war nämlich wirklich viel zu schnell. Wir haben Sie mit 80 Miles per Hour geblitzt. Da ist er 60er, ja, hier oben. Wir sind mit 20 zu schnell gefahren. Das ist nicht gut, Herr Kollege, so. Machen wir mal hier das Kennzeichen durch. Versicherung, haben Sie eine Versicherung aufs Auto? Weil das gucke ich jetzt nach, ne? Das gucke ich jetzt nach, Prinzessin. Okay. Passt, perfekt. Aber keine Probleme. Also, da passt alles versicherungsmäßig und so. Sie haben auch vorhin einen fetten Kratzer, was ich gerade gesehen habe. Und eine Beule auch noch. Das lässt sich nicht mehr rauspolieren. Und das Kennzeichen sehe ich gerade. Das sieht man von vorne auch nicht mehr. Warum sind da Kollegen? Kollege! Hallo! Was ist denn? Es passt alles. Hallo! Ey, was ist denn los mit euch? Was ist denn los hier? Warum ist jetzt die Highway Patrol hier? Was? Crashen die mich gerade hier? Ey, ihr seid doch echt assi. Ich mache gerade einen professionellen Traffic Stop. Und auf einmal kommt hier die Highway Patrol. Bitte was? Was ist denn? Hallo, könnt ihr mal bitte aufhören? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, er hat nichts gemacht bis jetzt, ja? Können Sie bitte kurz aussteigen? Meine Kollegen, die wollen, glaube ich, dass sie aussteigen. Ich habe den... ja, es tut mir leid, ich habe sie nicht angefordert. Das ist... Dankeschön, dass sie geht. Es ist nichts passiert, ja? Meine Fresse, ey. Immer diese Highway Patrol, die muss immer so übertreiben, ne? Direkt, so. Ich will mit Ihnen noch ein bisschen was bereden. Und zwar, wir machen hier Drogentests und Alkoholtests, wenn Leute so schnell fahren. Bitte könnten Sie hier mal reinblasen. Dankeschön. Einmal reinblasen, nicht aufhören. Nicht aufhören, genau. Ja, 0-0, perfekt. Und dann hätte ich Sie mal gerne hier gesehen beim... Genau, beim Drogentest auch mal reingucken. Negativ, perfekt. Ja, dann machen wir Folgendes. Sie bekommen von mir eine kleine, aber feine Problematiko. Warten Sie mal. Start Callout. Ne, ich will das andere Menü öffnen. Ich habe... Das Menü wollte... Das wollte ich nicht öffnen. Ich habe da noch ein anderes Menü. Meine Fresse, wo ist denn das Menü hin? Das ist der Sound of a Spende. Nein, das ist nicht das Menü, was ich... Kennen Sie das? Sie finden Ihr Menü nicht. Ich finde das gerade nicht. Nee, Radio Dispatch brauche ich wirklich nicht so. Ja, Sie... Ach komm, schreibe ich es einfach so auf. Das ist der Sound of a Spende. Ich muss mal das Police Plus da rein installieren. Weil kann ich ihm auch so, wenn er steht, eine saftige Strafe geben. Weil sonst kann ich das nur im Auto machen. Und ich kann nicht zurückbitten. Das finde ich ein bisschen blöd, obwohl ich sowas schon installiert habe. Aber ich muss ihn dann... Ich muss halt dann so das irgendwie klären, dass er halt... Ja, ich muss das installieren auf jeden Fall. So. Sie können gehen. Vielen Dank. Wir sind doch noch auf der Wache, oder? Sie dürfen jetzt fahren. Hallo? Sie müssen fahren, bitte. Bitte machen Sie den Weg frei. Das wäre super, Dankeschön. Macht den Weg nicht frei. Hallo, könnten Sie bitte... Gibt's ein Problem? Gibt's ein Problem, Prinzessin? Gibt's ein Problem? Sie dürfen jetzt ganz super weitergehen. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Verwarnung. Und jetzt gehen Sie bitte in Ihr Auto rein und verpissen Sie sich, okay? Ja, wir machen ja auch nur unseren Job, ja? Hören Sie mal ein bisschen. Meine Fresse, ey. Manchmal, die Leute sind manchmal so komisch. Habt ihr gerade gesehen, der Typ wollte da stehen bleiben? Sicher nicht mit mir, so. Hier war die Donation, so, ihr seid ja abnormal. Warte, lass mal gucken. Corey22, du sagst es, diese Autokorrektur nervt manchmal so. Ach ja, das ist das, was ich meine, also das Facecam, ja. Wie gesagt, ich weiß, meistens ist die Autokorrektur dran schuld. Das ist ein ganz anderes Wort, steht, das man eingibt. Ich meine, das kennen wir alle aus dem Alltag. Und, Teilweise nochmal. Ja, sorry, Xion, feier dich trotzdem. Dankeschön, Grüße raus, kein Problem. Xion, wer sich like hat, beste YouTuber auf jeden Fall. Machen wir später auch noch einen rein. Travian schreibt, was war deine größte Spende, was du bekommen hast? Und ist der Merch-Shop umsonst, wenn man eins machen will? Oder soll man da was bezahlen? Also du meinst, wenn du selber einen Merch-Shop machen möchtest, kommt drauf an, also den ich jetzt habe, den von Spreadshirt, das ist gratis. Aber wenn du einen professionellen Shop haben möchtest, der derzeit bei mir in Arbeit ist, ich schreibe gerade mit dem Typen, weil jetzt kommt ja bald der neue Merch-Shop bei mir raus, vor Weihnachten noch. Also für alle, die noch was... geschenkmäßig suchen werden. Ich werde dann, wie gesagt, den Merch-Shop bald mal eröffnen. Die kosten dann was, die professionellen. Also, je nachdem, was du machen möchtest. Ne? Und meine größte Donation war, glaube ich, mein Einstream von einer Person.
1200 Euro in einem Stream. Ja. Muss aber mal Steuern wegrechnen. Also, ich bekomme dann nicht die vollen 1200 Euro. Und alle, die hier donaten, muss ich immer denken, das bleibt nicht alles übrig. Musste alles versteuern. Da gibt es so die ein oder anderen YouTuber, die das nicht verstanden haben, weil die gedacht haben, das ist Trinkgeld. Ja, und dann versteuern sie das nicht. Weil Spenden, manche YouTuber denken, das ist wie Trinkgeld, ne? Aber ist es in dem Fall nicht. Man muss es trotzdem versteuern. Ich meine, da ist ja Montana Black ja voll in die Falle getappt, ne? Der hätte das nachzahlen können, sogar mit einer Strafe, weil er es nicht versteuert hat, weil er dachte, das ist Donation, Spende muss er nicht versteuern, aber muss man. Also für alle YouTuber unter euch, hört sie mir zu. Das ist der Sound of hört versteuert leider, also fast die Hälfte im Finanzamt abgeben, du. So. Dann, also wie gesagt, 1200 Euro war bis jetzt das Höchste. Der ballert raus hier nochmal. Excuse 440 nochmal. Dankeschön. Ballert aber ganz schön viel heute raus, du. Alle ballern heute wieder viel raus. Ihr seid abnormal. Reihen wir die Einkommensteuer noch nach oben bei mir. auf jeden Fall auf die 50% kommt. Nee. Das ist die Sache, die Spende. So, wer hat hier noch donated? Der Pentrox HD hat hier 1 Euro donated. Dankeschön. Denn neu 17 ballert 22 raus. Hi, Ibins. Kennst du mich noch? Wer ist Nightbot? Da, denn Moi 17 kenne ich gerade nicht, außer dass der Name geändert. Ich merke mir sonst viele Namen, vielleicht habe ich den mir nicht gemerkt, kann auch sein, wobei das sehr selten ist. Und Nightbot ist ein Bot. Er steht schon im Namen drin. Der hält den Chat einfach clean. Er tut automatisch Caps Lock und so rauslöschen. Also ist kein Mensch. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Bot, der sich ein bisschen um den Chat kümmert. Wir haben natürlich auch echte Moderatoren. Das sind dann zum Beispiel Marius. Dann haben wir den Officer Fox, haben wir zum Beispiel als Mod. Den Knife Gamer, der ab und zu mal da ist, haben wir als Mod und ja, die haben auch noch neuen Mod haben wir hier auch noch. Aber derzeit suchen wir auch keinen. Also falls jemand fragt, ob hier jemand eine Mod-Suche hat, dann haben wir derzeit leider nicht. So. Und neuem MDP auch wieder, Patrick. Dankeschön, Patrick. Da ist jemand zu schnell gefallen, ach komm. Ich will mal ein gestohlenes Auto aus dem Verkehr ziehen, das ist mir gerade wichtiger. Ich fahre mal ein bisschen retour hier. Wir stellen uns mal hier hin, dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, ein Auto rauszufischen. License suspended, ja komm. Ich will mal ein gestohlenes Fahrzeug finden, das ist mir gerade am wichtigsten. Dankeschön, Patrick Korsitzke, wenn das richtig ist. Dankeschön fürs VIP werden. Samira B. ballert raus. 1 Euro, so, das war auch nicht geklaut. Sarahs Welt ballert 1 Euro raus. Justin Gunkel ballert 1 Euro raus. Spielstand 1.0. Ballert raus. Die 1.1, sorry. Spielstand 1.1 ballert raus. Kannst du mich please grüßen? Dogpoop. Dankeschön. Grüße aus Berlin. Grüße geht raus als Spielstand 1.1. Unversichert. Ja komm, ich will mal einen geklauten. Ich will mal echt ein geklautes Auto hier finden. Es gibt's doch nicht, dass die so schwer zu finden sind. Ich habe ja gerade 5 Leute durchlassen, die keine richtige Driver's License haben anscheinend. Aber ich möchte, wie gesagt, mal ein richtig fett gestohlenes Auto haben. Weil, ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Das machen sie viel zu wenig, einfach zu gucken, ob ein Auto geklaut ist. Ja, License suspended. Oh, 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 oh. Da haben wir vorne was. Da wird einer gesucht. Das nehme ich auch an. Oh, voilà. Ich hab ein Ding. Ey! Ey! Anhalten! Ey, da vorne ist das. Der haut ab. Okay. Ey! Boah, ist der schnell unterwegs. Anhalten! Anhalten! Polizei, halten Sie an! Rechts ranfahren! Hallo! So, bei sowas ist ganz wichtig, Leute. Aufpassen. Der kann immer bewaffnet sein. Er wird nämlich gesucht. Da kann alles passieren jetzt. So, Dankeschön. Spielstand 1.1 ist neue VIP werden auch. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rangehe an das Ganze. So, habe ich Pentrox HD schon gegrüßt? Ich hoffe. Warte mal, habe ich wen ausgelassen? Lass mich nur schauen. Nee, ich habe keinen ausgelassen. Okay, perfekt. Sorry dafür. Den müssen wir jetzt aus dem Verkehr ziehen. Wird, glaube ich, gerade gesucht. Ich mache mal einen Playcheck von dem Fahrzeug. Voll realistisch. Der Owner wird höchstwahrscheinlich gesucht. Ich will nur wissen, wer der Owner vom Fahrzeug ist. Okay. Alles klar. Steigen Sie bitte aus dem Auto aus. Jetzt auf. Ey! Ey! Auf Boden, ich hab einen Taser. Ey!
Ey, auf dem Boden, ich hab einen Taser. Muss schauen, ob das die richtige Person ist. So, kommen Sie mit. Wir haben einen Haftbefehl. Haftbefehl! Ice look red, also unter Drogeneinfluss steht da anscheinend auch noch. Ich frage mal, ob er was getrunken hat oder... Nee, haben sie irgendwelche Drogen genommen? Okay, alles klar. Ich muss nur ganz schnell... schauen, ob er das auch wirklich ist jetzt. Ich mache schon einen Pet-Check von der Person. Aber ja, das ist er. Er wird gesucht. Ich weiß zwar nicht, für was er gerade gesucht wird so wirklich. Aber... Wir werden ihn jetzt abholen lassen. Ich sperre hier auch mal schnell ab. So. So, der Kollege müsste auch mal herkommen. So. Ganz wichtige Sache hier. Bringen Sie mal auf. Bringen Sie zum Kollegen. Hallo, Frau Kollegin. Nehmen Sie bitte mit, Dankeschön. Bitte fahren Sie rechts weiter. Ja, ich habe hier abgesperrt. Hier ist alles abgeriegelt. Bitte rechts, links bitte, nicht rechts. Links weiterfahren bitte, wenn es geht. Jetzt muss ich hier noch was aufbauen, warte mal. Wir dürfen hier nämlich nicht weiterfahren, das ist ganz wichtig. Ich mach den hier weg. Den kannst du nämlich wegmachen. So. Bitte einmal weiterfahren. Gibt es nichts zu sehen? So. Jetzt haben wir hier einen Stau verursacht, aber egal. Hauptsache, wir können das Auto kontrollieren. Nach Gegenständen. Jan Koppisch, danke schön für 99 Cent. Und der hat hier dreimal 90 Cent donated. Das kann man aber auch machen, ne? Vielen lieben Dank. Das gibt's nicht. Ich würde mal sagen, jetzt gibt's mal einen Free-Like-Hype auf euren Nacken, Leute. Ihr habt so viel donated, ihr seid abnormal. Wie die Community mal einen Like-Hype rausballern. Wow, wow. Und ich habe eine Schrotflinte und geöffneten Alkohol gefunden im Auto. Das wundert mich auch nicht, was gefunden haben. Also die Schrotflinte hat er im Auto drin, Gott sei Dank. Bin ich bewaffnet hingegangen. Ich meine, es hätten so viele Sachen passieren können. Ach, ich habe sogar eine gefälschte ID-Card haben wir und nachgemachte Schlüssel haben wir auch im Auto gefunden. Und, ja, das ist nicht wirklich viel, aber sagen wir, wir holen mal einen Towtruck und schleppen den ab. Ey, das war gerade richtig der intenseste Einsatz für heute. Der war gerade richtig nice, weil ich dachte schon, der schießt auf mich. So, hallo. So, da bauen wir hier mal alles ab. Das ist der Sound of a Spende. So. Remove all signs. Perfekt. Jetzt können die weiterfahren ganz normal. Und ich fahre hier nochmal zurück. Mit Blaulicht und Sirene. Für dich, Kollege, auf deinen Nacken, Jan. Jan Koppischke. Ich hoffe, das ist richtig. Koppischke, ja. Baller draußen, ich mache hier gerade die ganzen Schilder kaputt. Vielen Dank für 2,29. Grüße gehen raus. Und 10x99 Cent donated. Sound of a Spende. Mau Mau SLS Ball auch raus, 1 Euro. Dankeschön an Mau Mau. Das finde ich aber sehr mau. Oh. Das ist typischer Alarm für Cobra 11, ja? Das war mit Absicht. Ich wollte nur eine Szene gerade nachstellen, wie man sehen kann. Ey, aber so ist das wirklich gefühlt dort, ne? Jedes Mal aufs Neue ballern die neuen BMW irgendwo rein. So. Jetzt aber. Ihr dürft weiterfahren, bitte fahren Sie weiter. Was ist denn hier los schon wieder? Warum? Weiterfahren. Meine Fresse, ey. Manchmal kriege ich echt einen... So einen Hals. Da kriege ich so einen Hals, du. So, geschobenes Fahrzeug wäre mal super. Ein bisschen hier zurück. Aua. Ah, was? Oh, und das Wanted Dominator aus dem Wagen hier vorne. Oder das sind aber zwei, ne? Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a suspicious vehicle on Palomino Freeway. Mann, warum halten die denn hier an? Ja, vor mir wird gesucht. Ja, das ist der Wagen. Roger, Dispatch, we are en route. Alter, was hat denn der denn gemacht? Will sie rechts ranfahren? Will, dass der mir hinterherfährt. Auch wenn er gerade gesucht wird.
Ich habe Angst vor dem Typen irgendwie. Einmal bitte umdrehen. Die alle da dran vorbeifahren, ne? Aber ich muss den unbedingt aus dem Verkehr... Ja, guck dir das an, bitte. Der muss unbedingt aus dem Verkehr raus. Sheesh. So. Wieder das Schild vergessen aufzuklappen, ne? Man kennt's. Das ist der Sound auf die Spende. So. Ach, das ist eine Frau, okay. Schauen wir mal, ob die gesucht wird. Ja. Ey! Auf Boden, ey, auf Boden! Auf Boden, auf Boden! Oh, meine Kollegen sind hier. Gott sei Dank habe ich die hier. Gott sei Dank habe ich meine Kollegen hier. Ey, Kollegin, alles okay. Ich habe sie schon. Alles gechillt. Alles gechillt, ich habe sie schon. Und jetzt meine Kollegen alle weg, nur weil ich die da festgenommen habe. Ah, super, danke, Kollegen. Lassen Sie mich allein, haben Sie ja recht. Ist das die gesucht wird? Ich glaube. Geh mal durch hier. Haben sie was getrunken? Ah, nee, muss ich gar nicht gucken, ne? Seit 6 Jahren nicht mehr. Oder, nee, 6 Monaten. Ich habe gerade nicht gelesen unten. Ich habe nur 6 gelesen. So. Ich möchte sie bitte gerne loslassen. Geht das nicht? Dankeschön! War da 10 Euro Rötchen raus. Vielen Dank. Tobi G, lass mal einen Daumen da, danke. Ja, lass mal einen Daumen da. Auf Tobi seinen Nacken. Hier, nimm mal das Geld von Spielstadt 1.1. Vielen Dank, Alter. Muss ich so viel donaten. Das ist der Sound auf die Spende. Pur Hashtag Dogs. Ja, komm, du musst nicht arm werden durch mich. Du musst auch nicht donaten. Ich sag auch immer, wenn ich donaten kann oder will, man muss nicht. Lasst einfach ein Like da, das ist kostenlos und ihr supportet mich so oder so damit. Oder ihr abonniert einfach und lasst ein Glöckchen da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kostenloser Support. Und lädt Demi nochmal. Hab dein Merch gekauft. Sieht mega nice aus. Bist der Beste. Und lass die Hunde regnen. Du meinst die hier? Ja, doch. Hau mal raus hier. Warum bleibe ich heute den ganzen Tag stecken eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bleib heute die ganze... Ich darf nicht zu viel tanzen. Es bleibt mein Gesicht stecken. Tauben sucht die 97. Dankeschön, was wir P werden. So, ich lasse ihn aber nur abschleppen, dann war ich hab keinen Bock auf das Auto. Auto pisst mich richtig auf. Meine ganzen Kollegen sind jetzt weg, ey. Mann, ich möchte einen Towtruck holen. Sag jetzt nicht, der kommt jetzt hier. Kommt der? Ja, ah, nee, Towtruck. Weißt du, manchmal steht er nicht, dann kommt es erst 10 Minuten später. Boah, hoffentlich fährt er da nicht rein in die Tanke. Ey, ist ja so lustig. Der fährt da nicht rein. Hallo? Es kommen 2 Towtrucks wieder, super. Genau das, was ich wollte. Ich würde meinen Tag ein bisschen anders gestalten. Wartet mal. Warte mal, Overcast-Wetter? Das ist auch mal cool. Overcast, das Wetter. Person with a knife, nee. Ja, ja, das ist mir egal, wenn der eine Typ da mit dem Messer rumläuft. Oder wir machen mal neutral. Ach, komm mal ein bisschen laudi. Jawohl. So. Kommen wir wieder auf die andere Seite. Sagen wir, stellen unsere Radarfalle auf. Dach, Sion. Herzlich willkommen. Vielleicht echt mal wieder auf den Chat gucken. Ihr seid ja nicht mehr normal gewesen hier gerade. Neues Mitglied hier. Hab dich gerade abonniert, dankeschön. Ey, ey! Boah! Ey! Was ist denn hier schon wieder los? Also wenn der schießt, schieße ich auch, ja? Der Kollege, darf ich auch schießen? Ich habe den Final Shot getroffen. Wir können weitermachen. Viel Spaß. Ich helfe immer meinen Kollegen. Ich bin ein guter Junge. So. Beste Junge ever. Guten Abend tun die. Ja, herzlichen guten Abend hier bei mir. Ische. Ich stelle mich mal hier hin. Und zwar mit einer Radarfalle. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Also wo können wir die am besten... Ich platziere jetzt hier hin, ja. Guck mal, hier bin ich so voll unauffällig. Das ist jetzt nicht eine Panne. Warte mal. So. Dankeschön, Tobi G. fürs VIP werden jetzt. Ist er tatsächlich VIP geworden auch noch? Vielen, vielen lieben Dank an dich. Und ich mache hier das Radar hin. So, da sind 60 Miles per Hour. So. Das Coole ist jetzt,
Guck mal. Ich stehe hier. Als hätte ich eine Panne, ne? Muss ich mich nur reinsetzen. Und die Radarfalle blitzt und blitzt bis zum geht nicht mehr. Und so machen wir Cash hier. Hier ist ein 60er. Finde ich schon cool, ne? Voll assi, aber ich mache hier noch zusätzlich den hier drauf. Owner's wanted. Alter, wie viele sind denn hier bitte? Ich will ein geklautes Fahrzeug vielleicht mal haben. Wir schauen, Stolen Vehicle, da habe ich gerade richtig Bock drauf. Wenn da mal jemand reinkommt. Das sind aber echt viele. Also der Richtung, der da fahren, die ganzen Gangster, kommt mir vor. Von alle Stadt auswärts. Weil die Stadt einwärts, Leute, die sind jetzt nicht so extrem gewesen, ne? Zion, der Beste! Bist der beste Typ der Welt! Ach so, und welche Grafikmod benutzt du? Ich benutze meine eigene Grafikmod. Das ist die Diamond Vision Mod. So habe ich sie benannt, weil sie aus den Bestandteilen von Visual V besteht und Natural Vision. Also kann ich dir empfehlen, installiere dir mal Natural Vision, ist so ähnlich wie das hier. Weil meine Mod besteht aus den Bestandteilen. Aber ist trotzdem immer ganz anders. Also, ich kann dir mal zeigen, wie es ohne ENB oder ohne Reshade aussieht. Guck mal. Also das ist mal ohne Reshade. Und den Reshade habe ich wirklich selbst geschrieben. Das heißt, das ist nochmal der Filter drüber. Und der macht eigentlich die ganze Grafik nochmal zusätzlich aus. Da kannst du sehen, wie das hier eigentlich hell ist. Das ist ein ganz helles Setting. So sieht das halt ohne aus. So. Also heißt denn, vielen Dank, Alter, für 4 Eurönchen. Das Böhnchen. Da gibt es schon mal wieder hier einen kleinen Money Rain. Wer es noch nicht gewusst hat, Leute, lasst mal gerne ein Abo da und eine Glocke. Road to 400k, vielleicht noch dieses Jahr. Also laut Statistik kann es noch dieses Jahr passieren, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, wer unterstützen möchte, der kann jetzt einfach abonniert klicken und mal vielleicht die Glocke aktivieren. Wobei ich glaube, wir haben keine Stone Vehicles, ne? Es kann sein, oder es ist sehr, sehr selten. Ich habe bis jetzt kein einziges gestohlenes Fahrzeug gesehen. Ich sehe nur mal Owner's Wanted, aber ein geklautes Fahrzeug habe ich bis jetzt noch nicht gesehen heute. Mir kam vor, ich habe meins gesehen. Ist halt nur selten, ne? Geschuldetes Fahrzeug zu finden. Das gibt's doch nicht. In der Stadt sind so viele geschuldete Fahrzeuge immer. Heute wollen die anscheinend nicht. Und wie gesagt, ihr könnt auch mal einen kostenlosen Like da lassen. Support ist kein Mord und tut nicht weh. Ich muss jetzt aufs WC. Boah, das beste Wortspiel ever, ne? Bester Typ, liebe dich. Oh, danke schön. Liebe geht raus an die Community. License suspended? Nee. Ich glaube, weißt du was? Der nächste, der wanted, ist jetzt nicht aus dem Verkehr. Oh, ich habe mal einen Blinker an, Hoppala. Muss Warnblinker anlassen. Also wie gesagt, der nächste, der wanted, ist der jetzt aus dem Verkehr gezogen. So. Das ist ein ganz schön anstrengender Job hier auf der Autobahn, muss man schon sagen, ne? Unversichert, ich wollte schon losfahren, ey. Ich meine, unversichert ist auch schlecht, aber nicht so schlecht wie jemand, der wirklich gesucht wird. Ah, da ist er. Ihr BMW M4. Natürlich. Die können sich's alle leisten. EWU Mystic Texture, super. Toll. Alter, ne, Alter. Boah, der hat mich gerade beleidigt. Ey. Ey. Habt ihr das gehört, wie der mich beleidigt hat, der Typ ist im BMW? Bitte einmal nachfahren. Ey, ich hab dich schon gestoppt. Einmal nachfahren, bitte. Bitte folgen. Ja, ich habe jetzt schon Missing Textures, das ist nicht gut. Aber ich streame ja schon seit, ja, 43 Minuten, das ist das normal. Also, wer es nicht kennt, das ist, wenn der Grafikkartenspeicher voll läuft, ne? Weil viele verstehen das nicht, warum das so oft passiert bei mir. Nach einer Stunde verschwinden so Texturen, ne? Also ihr seht das selber, gerade hier sind ein paar Texturen weg. Und das ist halt, weil ich mit ganz, ganz vielen Mod-Autos spiele. Und wir uns auch nochmal zusätzlich auf der Autobahn befinden. Und GTA ist halt so konstruiert, dass der Grafikkartenspeicher ein Limit hat. Und das Game weiß halt nicht, dass wir Mod-Autos installiert haben. Das heißt, der Grafikkartenspeicher bleibt also niedrig. Er wird nicht voll ausgenutzt. Weshalb Mod-Autos natürlich viel, viel mehr an Grafikkartenspeicher verschlingen, weil sie halt viel höhere Auflösung haben. Und dadurch läuft er irgendwann voll. Und wenn der einmal vollgelaufen ist, dann gibt es da kein Zurück mehr. Und dann sieht es so aus, wie hier gerade. Dann laden ein paar Texturen nicht in den Grafikkartenspeicher, weil er halt vollgelaufen ist. Also, er ist nicht wirklich vollgelaufen, aber das Game kann nicht mehr weiter Texturen und so weiter richtig laden. Also so in etwa kann ich euch das so gerade erklären. Weil ich habe mich damals immer gefragt, die GTA 4, warum mir das auch immer passiert ist. Hello?
Da kannst du einen... Ich glaube, da kannst du den stärksten PC haben, den es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und der läuft trotzdem voll, weil es vom Spiel abhängig ist. Also für alle, die das auch haben, das ist ganz normal. Wie gesagt, nach einer Stunde kannst du einfach Spiel neu starten, dann geht's wieder weg. So. Also für alle, die auch schon mal das Problem hatten mit so vielen Mod-Autos, das ist normal. So, ich schau mal. Penny Service. Heißt die wirklich Penny Service? Nee, Sir Service. Sir Service oder Sir Service. Sir Service oder Sir Service? Ich weiß es nicht. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Bench. Warrant. For registered owner. Bench. Leute, ich bin in Englisch nicht schlecht, ja? Für mich ist Bench eine Bank. Bench ist eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Oder eine Workbench, weißt du, sowas. Aber was ist ein Bench Warrant? Weiß das jemand? Ich muss das jetzt echt googeln, ich weiß das nicht. Ich bin echt nicht, Leute, ich bin echt nicht schlecht in Dings hier, also in Englisch. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, was ein Bench Warrant ist. Also, ich weiß, was ein Warrant ist, ich weiß, was eigentlich ein Bench ist. Aber was das jetzt sein soll, in Zusammenhang, habe ich auch noch nie gehört. Warte mal, das ist ein Haftbefehl, das habe ich noch nie gehört. Haftbefehl bei unentschuldigen Fernbleiben eines Angeklagten. Das heißt, der hat einen Haftbefehl, weil er anscheinend nicht zu einem Termin gekommen ist. Alles klar. Dankeschön, dass ich das jetzt auch... Ach, deshalb heißt es so, also bin ich doch richtig. Jetzt weiß ich, warum das heißt. So heißt Bench Warrant, weil Bench ist ja die Bank, ne, wo du dich hinsetzt. Und in einem Gerichtssaal setzt du dich ja eine Bank drauf. Ja, das macht jetzt Sinn, warum das so heißt. Okay, danke. Wieder was Neues dazugelernt in Englisch. Das ist der Sound of a Spende. Also deshalb heißt es auch so. Weil ich dachte mir so, hä, was ist jetzt ein Bankhaftbefehl? Was, bitte? Eine Bank zum Hinsetzen mit einem Haftbefehl? Bitte was? Aber das heißt also, dass die nicht zu dem... anscheinend zu dem Ding hingelaufen ist. Also da haben wir schon wieder was gelernt hier. Aber mein Englisch ist nicht schlecht. Ich weiß, was es ist, aber den Zusammenhang habe ich gerade nicht verstanden, ja. Aber jetzt sind wir schlauer geworden dadurch. Ich würde mal sagen, die tun wir gerade mal raus aus dem Auto. Ich nehme mal einen Taser, weil ich Angst vor der Alten habe. Weil die sitzt in einem BMW M4. Die muss mir nur einmal Gas geben und die ist weg. Auf den Boden! Also auch nicht schlecht, ne? Ein Bankhaftbefehl. Weil sie sich dort nicht hingesetzt hat, hat sie einen Haftbefehl am Laufen. Das ist der Sound der Spende. Ja, sie kommen jetzt mit. Sie haben nämlich einen Termin. Ja, haben sie verpasst. Da müssen sie jetzt hin. Da kann ich ihnen leider nicht helfen. So, auf dem Boden. Zieh und der beste Ball nochmal raus. Hi, ich bin's nochmal. Und jetzt prüfe mal alle auf den Like-Button ein. So ist es. Komm, mal, gibt's mal einen fetten Like halt. So, schau mal gleich mal. Zacke die Bumi, setz mich nochmal hin. Der Tobi G. ballert nochmal 1 Euro raus. Neues Ziel: 1950 Daumen hoch. Ich will die 2K Daumen sehen heute. Heute will ich noch die 2K Daumen sehen, wie ich hier in der einblende. Die 2K Daumen müssen noch da sein. Wobei, wir sind noch über 2000 Leute hier im Stream. Also, wenn wir jetzt ganz viele neue Leute haben, könnten wir vielleicht unseren Like-Rekord von 4000 Likes knacken. Ich weiß es nicht, wie viele Likes wir gerade haben. Ihr könnt aber reinschreiben. Aber wie gesagt, wer supporten möchte, wenn wir vielleicht nur einen Rekord aufstellen wollen, brüllt auf den Like-Button. Ich glaube, unser neues Rekordziel ist bei 5000 Likes. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen werden. Aber wer weiß, ne? Wer weiß. Kommst aber ein bisschen spät, Prinzessin. War schon 5 Stunden hier. Seit 5 Stunden. Mein Cheeseburger ist schon kalt geworden wegen dir. Okay. Das Fahrzeug lassen wir uns einmal abschleppen. Also, die hat jetzt... Ja, wie soll ich sagen? Sie hat jetzt kein ganz, ganz schlimmes Verbrechen gehabt. Sie ist einfach nicht zu einem Termin gekommen. Also, zu einem Gerichtstermin. Den hat sie unentschuldigt sausen lassen. Und das ist natürlich nicht okay. Und deshalb hat sie einen Haftbefehl deshalb bekommen. Das ist logisch. Ich erinnere das immer an die... Es hat auch passieren müssen, ne? Warum wusste ich, dass das passieren wird? Warum... Aber das Ding hat anscheinend God-Mode. Super. Aber warum wusste ich, dass das heute noch passieren wird? Warum sind die alle so inkompetent? Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht. Das ist der Sound. Ich starte mal mein Game neu. Nicht wundern. Damit wir unseren Ding weg haben. Ja, also nicht wundern, dass ich mein Game neu starte. Weil, wie gesagt, ich möchte mal mein Game wieder neu aufgesetzt haben. Bin jetzt weh, dass die Mystic Textures weg sind. Hup, da wuppelt wieder rein.
Ja, bitte starten Sie. Hold the line. Wir sind gleich wieder zurück, meine Lieben. Starte ich mal durch hier. Aber schön keinen Crash bekommen. Also das ist cool. Das ist Choral. Hier heißt das coole Lied. Du meinst das hier? Oder meinst du das hier? Also das, der Like-Hype, da heißt Unstoppable und der hier. Das ist Savage von Nefex. Nefex habe ich by the way in der Beschreibung verlinkt. Also einfach mal googeln. Also die beiden Lieder von Nefex. Der macht gute Lieder, kann man vorbeigucken, wenn man das möchte. Und Dankeschön, Mary Vagenchi, ist das richtig? Oder Vengenchi? Boah, ich kann sowas nicht aussprechen. Tut mir leid. Aber Dankeschön für ganze 5 Euro Donation. Komm, da hau mal raus. Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phone is just so lucky. They don't truly know me. Und genau deshalb habe ich nichts Privates auf meinem Desktop. Weil manchmal OBS das so zeigt. Nee, ich habe meinen Desktop immer aufgeräumt. Also, falls ihr das gerade gesehen habt, mal kurz meinen Desktop gesehen. Ich habe den immer schön aufgeräumt. Und links und rechts, ich habe ja 3 Bildschirme insgesamt. Links und rechts ist dann immer die ganze Scheiße drauf. Ich meine, da verlagere ich das immer links und rechts hin alles. Wie heißt das Doshaib-Lied? Das hier? Warte mal. Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal nachgucken. Schau mal, das weiß ich gerade gar nicht. Aber müsste eigentlich im Discord irgendwo stehen. So. An alles wird am Ende gegrüßt. So schaut's aus. Genau. Einer, der mal richtig hier reinschreibt. Ich schau jedes Video und hab geliked. Ehrenmann oder Ehrenfrau. Eins von beiden. Ich weiß nicht, ob du ein Typ oder Mädel bist. Aber auf jeden Fall, Ehre geht raus an dich. So. Weißt du, was ich verstehe? Leute, die einfach eine Zahl reinschreiben. Also 199 Euro lese ich da gerade. Und ab und zu sehe ich dann jemand, der schreibt 2 Euro und dann schreibt er noch irgendwas dazu. Ich glaube, das sind so Leute, die glauben, dass sie dann irgendwie donaten oder so. Oder dass das eingeblendet wird, Donation. Aber das passiert nicht. Nee. Es gibt immer so Leute, die schreiben irgendwelche Zahlen rein mit Euro hinten dran, ne? So 2 Euro Donation oder so. Oder 190 Euro einfach so in den Chat rein. Und ich denke mir so, okay, warum schreibst du das jetzt rein eigentlich? Willst du mich auf was hinweisen? So, jetzt muss ich mal aber wieder auf das Ding gehen. So. Wie lange streamst du noch? Ach, ein bisschen noch. Ein bisschen geht noch. Ach, schau mal, Taco Patrol, nee, Taco Highway Callouts, das muss ich hier mal wieder updaten. Out of date, tut mir echt leid. Check for updates, ne, sicher nicht. Jetzt werde ich mal K-Update ziehen. So, soll ich mal Zivilpolizist machen? Ich könnte mal einen wirklich auf Zivil machen, und zwar, wenn ich jetzt mein, lass mich mal schauen. So, mach mal einen auf, oder soll ich einen auf SpongeBob machen? Ah, nee, das ist so ein Baby, ne, natürlich, oder Patrick. Ich stell dir mal vor, ihr seid auf Streife. Also, ihr werdet von einem Polizisten angehalten oder sieht das so aus? Ja, Wahnsinn. Nee, ich bin mal ich, ja. Mach jetzt mal voll auf Zivil. Ich schau mal, ich hab glaube ich noch einen. Lass mich mal gucken. Ich glaube, ich hab noch einen Wagen. Nee, der ist es nicht, der ist es auch nicht. Scheiße, warte mal, welcher war denn das? Also, ich schauen soll dafür. Alter, ja, guck mal. Soll ich damit rumfahren? Ich meine, der ist nicht ganz so cool, weil er das Ding hinten nicht drin hat, ne? Aber ich denke mir so gerade, ja, vielleicht fahre ich mit dem mal eine Runde rum, oder? Ist das okay? Warte mal, ihr könnt jetzt mal aussuchen. Wobei, der ist halt ziemlich langsam, ne? Weil das Handling nicht richtig ist. Das ist halt kacke an dem Auto. Er sieht zwar geil aus und so, aber es ist halt doch nicht das Gelbe vom Ei, das Ding. Ich habe aber noch einen. Ich habe noch einen Mercedes, einen Benz habe ich noch. Das müsste der hier sein, genau. Also schau mich, lass mal schauen, habe ich da... Nee. Ich hab da das falsche Ding gelegt, guck mal. Anstatt das Schild hinten geht das hoch, aber egal. Ich könnte den auch fahren. Oder soll ich wieder den BMW fahren? Schau mal, ich hab den und dann natürlich den BMW. Der BMW hat halt das Geile. Er hat halt das Schild hinten, was funktioniert. Bitte folgen, aber den haben wir jetzt gerade gefahren, ne? Und ich hab auch noch einen, nämlich den hier. Das ist halt... den ich auch gerne fahre. Wir können jetzt mal auswählen. Ich kann jetzt mal auswählen, welches Auto ich fahren soll. So. Mach ich auch an. Ah, das Auto hat wieder Gelblicht drin. Das finde ich ekelhaft. Das ist die einzige Scheiße an dem Auto. Das ist ja Gelblicht drin. Das muss ich mal rausmachen dann. Aber wir können jetzt mal abstimmen.
Sollen wir den hier fahren? Was ist das überhaupt? Ein AMG? Irgendwas, ne? Ich weiß nicht, was das für ein AMG ist, Leute. Das ist der, den Montana Black hat oder hatte. Mir fällt gerade echt nicht ein, GTR, ne? Das ist der mit, nicht der SLS, weil SLS ist hinten anders. Das ist, glaube ich, der GTR. Also jetzt abstimmen. Hashtag GTR für den hier. Dann den C63. Ich glaube, das ist ein C63, ein alter, oder? Also ein älteres Modell. Ja, C63. Also GTR für GTR, C63 für C63. Dreier BMW oder X5. Suchen Sie aus. Die habe ich alle als ziviler Version installiert. Ihr könnt es mal aussuchen. Die zwei hier habe ich selbst gemacht. Die zwei sind nicht selbst gemacht. Die sind von anderen, aber ich habe die texturiert. Also suchen Sie jetzt aus. Wir haben so viel Auswahl, was die Leute schreiben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich ausgeglichen, was die Leute wollen. Guck mal. Chaosfluff, hier bitte Schnitzel. Dankeschön für 2 Euro. Und Grüße gehen raus an dich. BMW X5 schreiben viele, C63 schreiben viele. Ja, das ist so. GTR wollen viele. Mann, das ist aber ziemlich gemischt heute. Ich dachte so, alle ja C63 oder GTR. Was wollen die Leute? GTR, C63, C63, M5. Ah, das ist schwer. BMW M3 steht doch da gar keiner. Das ist ein 330er, das ist kein M3 hier. Das ist kein BMW M3, der hier steht. Das ist ein ganz normaler 330er. X5 schreiben viele, BMW X5, X5. Mann, das ist aber echt schwer, du. Das ist echt schwer. Voll viele wollen einen M5. Ganz viele wollen den M5, sag ich schon, den X5. Ganz viele wollen den GTR. X5 sehe ich ganz viele gerade. GTR, Benz, AMG, Bugatti. Das ist der Sound of a Spende. Ach man, Leute, mach's mir heute nicht einfach. Weil das so unterschiedlich ist. Schade, ich hätte so ein Ding aufgemacht. Wisst ihr, so ein, wo du über Links so einen Shortlink hast und dann direkt draufklicken kannst. Das ist der Sound of a Spende. Ich schau noch ein bisschen. Benz. I33, GTR, GTR, BMW, GTR, GTR. Ja, komm. Also, wir fahren mal. Die Leute. Ach komm, wir fahren mal mit dem GTR. Dann bin ich so selten gefahren. Ich motze den aber anders auf, ja? Ich mach den jetzt. Man kann ich die nicht löschen, die Autos hier? Also, aber ich muss die Autos hier wegmachen. Verfolgen mich sonst mein ganzes Leben, ey. Und wenn ich die nicht wegmache, dann kriege ich echt eins auf Schnauze, glaube ich. Zack, bumm. So. Da muss ich nochmal in die Database gehen. Zack. Manage Saved Files, Kontrolle, Load Placements. So. Dann machen wir den jetzt mal schön. Mal ein bisschen herrichten. Nämlich, dass wir ein bisschen schneller haben und alles. Ne? Außer, nee, den können wir gar nicht herrichten. Super, toll. Ich kann nicht mal die Felgen ändern. Geil, ich kann den Turbo einbauen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab, ne? Was mich richtig anpisst bei dem Auto, ist halt das gelbe Licht. Ich muss das unbedingt ausschalten. Ja, gut. Will mal schon schauen hier. Ja, gut. Lass mal den mal so. Ach, ein anderes Kennzeichen noch. Im Plate-Menü mach mal. DAXM, das wäre ein Polizei, okay. So, passt. Ist vorbereitet, der Wagen. So fahren wir jetzt rum, ja? Vielleicht noch eine andere Lackierung. Genau, das wär's noch. Machen wir den mal in... Sollen wir den so grün machen? Giftgrün? Das ist nämlich klassisch für den Wagen. Da gibt's ja ein Giftgrün, was ich weiß. Dann machen wir den mal so... Wobei, nee, nicht ganz so giftgrün, sondern... Ach, den Grünton gibt's hier nicht genau. Gibt's hier nicht den genauen Grünton für den Wagen? Das ist jetzt schade. Hätte jetzt gerne den Grün gefahren. Hier muss ich den mischen. Warte, ich mische noch schnell die Farbe. Lassen Sie mich schnell die Farbe mischen. So. Ja, Perl-Akzent. Ach, kann ich den nicht... super. Ah, hier muss ich, ne? Ja, so ein richtiges, giftiges Grün raus haben. Ah, so ist das schon was. Da. Ach, das ist schon... Ja, das kommt schon nahe. Mit Gold. Ja, das kommt noch näher. Ja, perfekt, ey. So machen wir den Wagen. So fahren wir den jetzt. Zivil im GTR.
Oh, passt doch perfekt. Dankeschön, Chassi, Alter, für 10 Euro Donation, Baller da raus. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an lieben Justin und Erisdorf 45 Baller 22 aus dem Westen der Welt. Vielen lieben Dank. Grüße geht raus und Xion der Beste. Kann einfach nicht widerstehen, nochmal zu donaten. Du hast es einfach nur verdient. Vielen lieben Dank und dafür gibt es nochmal einen fetten Money Win an euch. Ab nochmal. Everybody on me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so low-key. They don't truly know me. So, jetzt sind wir aber echt die absolute Tuning-Polizei hier. Aber ihr seht, der Wagen ist ein bisschen langsam. Ach, wisst ihr was, wir können den? Ich mache jetzt so, wir können den ja nicht aufmotzen, so gesehen. Ich mache jetzt folgendes, und zwar cheate ich mit dem Wagen ein bisschen schneller. Weil so, Leute, das ist einfach zu unrealistisch. Wir machen den jetzt, warte, lass mich schnell eine Probefahrt machen mit dem Auto. So, genau. Jawohl, ey, das ist schon mal mehr. Das ist schon mal mehr so der Realismus von dem Auto. Perfekt. So, jetzt haben wir einen aufgemotzten Wagen. Geht der Blinker? Ja, der geht auch. Super. So, jetzt fahren wir mal zivil auf Streife mit dem. Das ist schon fett, muss ich schon sagen. War eine gute Idee, dass wir den ausgewählt haben. Weil den fahre ich eigentlich kaum, weil der halt unrealistisch ist. Aber ich finde, so ein bisschen Spaß muss schon mal sein. Das haben wir vorher ein bisschen realistisch gespielt. Jetzt komme ich hier mit dem Ding rum. Ah, das ist schon geil, ne? So ein Giftgrün und dann so schnell. Das ist nice. Ohohoho. Richtig fett, Alter. Gut, die Bremsen sind jetzt nicht so lecker, ne? Die brauchen mal eine Stunde. Aber jetzt schauen wir mal nach Fahrzeugen, die irgendwie auffällig sind. Geht das hier? Funktioniert das nicht? Nee. Das ist ja nicht richtig, glaube ich. Da muss ich, glaube ich, Plus oder so drücken. Ja, nee, geht nicht. Mann. Das ist, weil das auch... Ach, jetzt funktioniert er. Alles klar. So. Jetzt wollte ich mich ja hier hinstellen und schauen, ob es was Auffälliges gibt. So, mit dem Auto kommen wir jetzt sicher hinterher, bei den Leuten. Die, da wird keiner Verdacht schöpfen, dass wir ein Cop sind, Alter. Vor allem, guck mal, ich bin komplett zivil da drin. Ich bin komplett zivil als Xion97er drin. Geil. Keine Versicherung. Ich weiß sogar, welcher das war, glaube ich. Ich fahr mal. Der hier, ich glaube, der hier war es. Ja, der hier ist es auch. So, dann werden wir den mal aus dem Verkehr ziehen. Mann, du musst ja nicht... Nein, der hält genau da an. Warten Sie ganz kurz, ich bin gleich da bei Ihnen. Bitte rechts ranfahren, beziehungsweise links, dankeschön. So, tun wir den mal aus dem Verkehr ziehen, den netten Herrn. Bitte einmal nachfahren, dankeschön. Fahren Sie bitte dem wunderschönen Mercedes-Benz hinterher. So. Ey, Justin, grüße ich nochmal raus. Die hat nochmal 10 Euro donated und ah, nice, bei 90 Cent rausgekommen. Jetzt gibt's ja mal einen Dorschei für dich. Ey, die Grafik ist schon nice hier, ne? Muss echt sagen, gefällt mir richtig gut. An dem Wagen sieht's vor allem gut aus. Der Grünton ist fast schon perfekt, ne? Perfekt getroffen, der Ton. So, kommt er hinterher? Ja, kommt sogar hinterher. So, jetzt ist schon Xion97 hier am Stissel. Ey, das ist schon geil, wenn wir mit ihm hier rumgehen. Lass mich nur ganz schnell was aus dem Auto holen. Geht das überhaupt auf hinten, die Klappe? Schau mal. Ja, geht tatsächlich auf. Ey, nicht schlecht. Dachte ich mir nicht, dass die aufgeht. Okay. Dann nehmen wir unsere Pistole, die habe ich vergessen. Die Combat Pistole, das Wichtigste, unsere Glock. Dienstwaffe ist da. So. Schauen wir mal. Hallo, Zivilpolizei. Ja, ich habe ein Xion-Merch-Ding hier an, ja? Krieg ich bitte mal Führerschein-Zulassungsschein von Ihnen? Ja, das ist mein neues Dienstauto hier hinten, ja? Das ist mein Mercedes-Benz GTR. So, wer ist da drin? Miranda Thompson. Wissen Sie, warum ich sie angehalten habe? Und zwar folgendes. Wir haben gesehen auf unserer Anzeige, wir haben durchgescannt ihr Kennzeichen. Das ist das sie haben keine Versicherung mehr auf dem Fahrzeug. Ja, sie haben keine Versicherung mehr auf dem Fahrzeug. Sorry, dass ich die Tür aufgemacht habe. Das wollte ich nicht. Ich check nochmal ganz schnell durch, ob das auch wirklich ihr Fahrzeugnummer ist, die wir aufgeschrieben haben. So, einmal bitte durchgeben. Dankeschön. 8, 6, Ocean, Henry, no registration. 5, 2, no. Oh, keine Versicherung. Ohne das Leisten. Alter, Falter, das ist ja. Da haben wir ja gleich drei Sachen. Sie haben keine Registrierung. Sie haben keinen gültigen Führerschein. Sie haben keine Versicherung. Das sieht nicht gut aus. Können Sie mal bitte aussteigen aus dem Fahrzeug? Bitte ganz schnell. Dankeschön. So. Ja, sorry, ich wollte eigentlich nicht aufmachen hier. Ich muss mit Ihnen reden und zwar. Sieht das nicht gut aus für Sie? Aha. Ich wollte illegal. Ey, die hat einen fetten Fleck drauf. Ich wollte das jetzt. Ich wollte kein Ding hier dafür geben. Ey, das ist doch nicht. Das ist doch nicht illegal geparkt. Was mache ich denn? Das ist das Auto, wie ich bin. Sie müssen sich vorstellen, ist heute mein erster.
Ist heute mein erster Tag hier, tut mir leid. Ja, Sie dürfen nicht weiterfahren, das ist ganz wichtig. Sie müssen den Wagen hier lassen. Ja, Ihr Kollege mal aussteigen, schauen wir mal. Hallo? Also bitte ey, keine Angst vor mir, ja? Ja, Kollege, keine Angst, Sie müssen nur aussteigen. Können Sie bitte... Oh, oh. Verdacht auf Drogen, warte mal. Wir machen schon einen Drogentest mit dem Herrn. Anscheinend hat er rote Augen. Guck mal, was kommt denn raus hier? Kokain positiv, Heroin positiv. Das sind harte Drogen. Dann werden wir den Wagen auf jeden Fall auf den Kopf stellen. Kommen Sie mal bitte ganz kurz mit mir. Herr Kollege! Wir haben da einen Typen, der anscheinend ein bisschen was konsumiert hat. Können Sie ihn bitte kurz hier lassen? Dankeschön. So. Das ist der Sound of a Spende. Anscheinend hat er was konsumiert. Nur mal das Auto kontrollieren. Nach Drogen und sonstigen Sachen. Also wenn ich da Drogen finde, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das dem netten Herrn gehört hat, den ich da gerade untersucht habe. Der guckt auch schon so. Habt ihr denn da was versteckt im Auto? Pocket Knife. Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Bitte ganz ruhig bleiben. Ich untersuche sie mal. Aber die ist aber schon hässlich, ne? Vor allem, die hat so einen fetten Fleck dran. Eine Waffe hat sie dabei. Warum haben sie nicht gesagt, dass sie eine Waffe dabei haben? Das ist eine Frechheit. Meine Fresse, ey. Ich habe so das Gefühl, das sind Drogendealer. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Diese Dicke, die da rumfährt. Keine Registrierung, kein legaler Führerschein. Auto hat keine Versicherung. Sie hat eine Waffe dabei. Er hat Drogen konsumiert anscheinend. Das sieht mir nicht wirklich legit aus. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da irgendwie ins Drogendealer gerade reingekommen sind. Ich schaue nochmal hier vorne rein, wenn das möglich ist. Geht die Motorhaube nicht auf? Warte mal. Entschuldigen Sie, kommen Sie mal nochmal her zu mir. Haben Sie was im Auto versteckt? Also was? Ey, nicht beleidigen gleich. Haben Sie was im Auto versteckt? Ich untersuche Sie jetzt, ja? Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Ich untersuche Sie jetzt. Ich gehe mal in ihn rein hier. Sie brauchen eine Waffe. Beide haben eine illegale Waffe dabei. Die wir hatten. Ich habe die jetzt weggenommen anscheinend. Ich kann den Ding nicht aufmachen. Warum haben Sie vorne geschlossen? Ich möchte da gerne reingucken, wissen Sie? Ah, jetzt geht's auf, okay. Schauen wir gleich mal. Ich glaube, das sind zwei Drogendealer. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Beide haben Waffen dabei. Vielleicht haben die gerade einen Deal. Ich nehme die mal fest. Wegen Verdacht. Wobei kann ich auch Verdacht gleich eigentlich nicht festnehmen, ne? Wobei, sie haben sowieso schon illegale Sachen gemacht. Warte mal. Kommen Sie mal her, ja. So. Ich muss mit ihm mal was machen. Sie müssen jetzt leider mitkommen mit mir. So. Und zwar habe ich ein Problem mit ihnen. Ich habe bei ihnen Drogen gefunden. Ich habe bei ihnen zwei illegale Waffen gefunden. Mir kommt das alles nicht so wirklich koscher vor. Verstehen Sie, was ich meine? Und Sie kommen bitte auch mit mir, ja? Also mal, können Sie sich bitte mal hier hinsetzen? Dankeschön. Kann ich Sie nicht mitnehmen? Jetzt muss ich mal, ich hole meinen Kollegen. Wer soll mal den einen hier abholen? Da habe ich echt ein schlechtes Gefühl bei den zwei. Ich habe noch nie so ein schlechtes Gefühl gehabt. Ich habe jetzt wichtig das Gefühl gehabt, die ballern gleich auf mich, die beiden. Was machen wir jetzt mit dir? Mann, ich kann die nicht mitnehmen. Die hat irgendwas, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Ich werde jetzt so meinen Taser rausholen einfach. So. Ey! Ey! Stehen bleiben! Bitte, was? Was? Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wir brauchen bitte eine Ambulanz hierher. So, sorry. Was war das bitte? Das war da gerade der Bug meines Lebens, ey. Ich hab das Auto auch weg. Super. Haben sie gleich mitgenommen. Guto Hyper, Solvip, Dankeschön. Dankeschön an Tutu Hyper fürs VIP werden und ich hoffe, der fährt da nicht rein. Das ist das der fährt doch da rein. Boah, Alter, war es knapp. Ich dachte, die Rettung fährt jetzt frontal in das Ding rein. Eilofhuhn 13, danke für den Euro. Ja, servus, herzlich willkommen. Nightmare Moon Lollipop bald 99 Cent raus. Dankeschön. Dann der Justin hat nochmal 5 Euro doniert mit. Bist einfach der Beste. Vielen Dank an den Justin.
Dann IMD Zockerballer 2 Euro raus mit Bro, du bist Hammer. Dankeschön. Grüße geht raus an den lieben IMD Zocker, wenn das richtig ist. Außer das ist ein kleines L, was ich aber nicht glaube, ne? Das finde ich schade irgendwie in der deutschen Sprache, dass man nicht erkennen kann, ob es ein großes I oder ein kleines L ist. Ja, das ist das einzig Blöde in der deutschen Sprache, also in der Druckschrift natürlich. Konntet ihr dir nicht helfen, dann hol ich die Corona. Die ist jetzt gerade hier abgereckt anscheinend. Das ist, glaube ich, passiert, weil... was ist gerade logisch, wer? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die ist hier gerade einfach so abgereckt, ne? Theoretisch könnte es sogar sein, dass die Alte, die jetzt am Boden liegt, vielleicht Kokainpäckchen geschluckt hat und die geplatzt sind. Weil dann stirbst du weg direkt. Dann sieht es auch hier so aus. Da kannst du auch nicht mehr helfen. Gut, bitte einmal an Corona. Die ist tot, die Alte. Genau, dann hat nochmal der Justy donated. Das habe ich eh vorgelesen, glaube ich. Wie gesagt, Justy, Dankeschön. Ah, Nice hat 99 Cent donated. Dankeschön. Stefan hat 1 Euro donated. Und da bin ich eh alle durch, ne? Kann man mal einen fetten Like-Hype dann rausballern an euch. Aber warte, hier kommt noch was. Muss ich hier durchgehen lassen. Machen Sie ein Foto, wie viel drauf sein. Er mag drauf sein auf ein Foto. Ich will immer auf so ein Foto drauf sein. So, es wird die Dicke in so einen Sacke. Packt, ne? Schau mal, das sieht exakt so aus, wie sie gerade ausgesehen hat. Die Arme, ey, die tut mir echt leid. Irgendwie ja nicht, ne? Weil sie ja höchstwahrscheinlich Drogendealerin war. Kann jemand den Blutfleck wegmachen? Eigentlich müsste das Corona machen. Machen die das nicht? Ne. Manchmal machen sie es, manchmal nicht anscheinend. Der Chaos-Fan 44, neuer VIP, Dankeschön. Dankeschön fürs neue VIP werden und... Da nochmal Chaosflo 44 Schnitzel. auch lustig, dass es beide sind. Dankeschön auch fürs VIP werden. Ihr wisst ja, VIPs können auch auf Discord VIP beantragen, indem sie auf den Discord gehen. Und YouTube mit Discord verbinden und darauf mein Discord draufgehen. Link ist ja in der Beschreibung. Dann könnt ihr dort automatisch auch VIP auf meinem Discord bekommen. Und wer es noch nicht gewusst hat, ihr könnt auch kostenlos hier supporten, indem ihr einfach ein Like kostenlos da lässt oder einfach ein Abo da lässt und eine Glocke aktiviert. Ihr wisst ja, Road to 400k, vielleicht noch dieses Jahr. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das gerne machen. Würde mich auf jeden Fall übelst über freuen. Und ja, so viel dazu. Hau mal ein Like ab jetzt raus hier auf euren Account. Es ist mein Name ist nur aufhaltsam, beste Community ever. Und ich habe immer wieder super hingeparkt. Ich liebe es, wenn ich so parke, einfach. You can open the menu by pressing F9. Ich weiß, Dispatch. Status okay, help me. Oh, meine Fresse. Drunken Person, dafür bin ich nicht zuständig, Prinzessin. Meine Fresse. Die kommen jetzt aber nicht zu mir, oder? Ah, kommen die jetzt zu mir? Ich hoffe nicht. Was ist denn hier los? Ey! Nee, die kommen zu mir, super. Es ist alles okay! Ich habe aus Versehen gedrückt, es ist alles okay. Herr Kollege, es ist alles... Sie machen gerade hier alles kaputt. Ich habe eine Idee. Mach mal die mal weg hier. Es ist alles okay, sie können weiterfahren. Hat jetzt wegmachen müssen. Wir würden hier sonst stundenlang den ganzen Verkehr aufhalten. Road Rage in Progress. Ach komm, da muss ich hin, sorry. Da muss ich hin. Ah, sorry. Tut mir leid. Ich zahle das nicht. Nur so zur Info. Das ist Road Rage, Alter. Da muss ich hin. Da kann ich nicht Nein sagen. Die fighten sich, weil sie sich einen Unfall eingebrockt haben. Das finde ich immer lustig. Oder der haut gerade ab oder so. Hä, wo zum Teufel ist das bitte? Das ist die Sound of a Spende. Beste Idee ever, Alter. Dorthin zu fahren. Nee, das ist hier ganz oben. Wo mache ich das überhaupt? Komm ich hier rein? Bitte sag ja. Nein! Ach, Mann! Leute, ihr habt gerade nichts gesehen, ne? Ihr habt gerade nichts gesehen. So, wo ist das jetzt? Da hinten? Hä? Ey! Ey! Ey, oh! Was ist denn hier passiert jetzt? Können Sie bitte anhalten?
Das Coole ist, sie kommt da nicht weg, ne? Was ist denn passiert, Prinzessin? Will ich mal wissen. Ey, danke schön, Patrick Kern, Alter, hat 5 Euro donated, sehe ich gerade. Patrick! Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so low key. They don't truly know me. Aber ich glaube, das ist nicht der, den wir suchen, ne? Ich wollte nur gerade die Daten aufnehmen. Ich muss noch jemand zum anderen noch fahren. Der ist ja doch rausgekommen, oder? Ne, der ist da hinten. Ich lasse den mal schnell weiterfahren. Ah, ne, warte, der ist hier hinten, muss der sein. Everybody owns me. So. Ich kann kaum das Ding halten, das Auto, ne? So, wo fährt er rum? Da drin müsste er da sein. Aufmachen. Achso. Muss ich selber aufmachen, sorry. Ich bin anderes gewöhnt. Ah, hier ist er. Ey! Stehen bleiben! Zivilpolizei! Zivilpolizei! Ey, stehen bleiben, ich taser sonst! Digi, ich taser sonst! Ich hab's 5-mal gesagt. Auf dem Boden jetzt, aber wirklich, jetzt hab ich keinen Bock mehr auf dich. Wir haben Road Rage in Progress gehabt, aber ich hab keinen Plan, ob das auch wohl stimmt und so. Ich meine, ich hab nämlich nicht gesehen, was passiert ist. Oh. Der hat ein Messer dabei gehabt. Oh, ich hab umgeschubst auch noch. Ein Transporter, bitte. Der hat ein Messer dabei gehabt. Ja, da wird's schon der gewesen sein. Vor allem, der war rot angezeigt. Warum werden mir die hier so angezeigt? Muss ich die noch befragen? Muss ich die befragen, oder was? Ist der unter Drogeneinfluss? Der Wert ist unter Drogeneinfluss. Okay. Anscheinend, ne? Ich check den Callout gerade überhaupt nicht, warum mir die so angezeigt werden. Also ich will mal schauen, was die markiert sind. Gegner, warum? Ich hab doch nicht mal was gemacht. Der Callout, ey, jederzeit beenden. Ja, Gott sei Dank, ey. Der Callout war es gerade übelst. Der kam mir richtig buggy vor. So. Ich möchte jetzt nicht hier beenden. Ich möchte nämlich nicht mit diesen Leuten hier weiter zu tun haben. So. Und wieder zurück auf die Autobahn. Ich muss mir mein Auto reparieren. So. Der Yanni Place ist auch hier, kennst du mich noch? Mach mal Motorradstreife oder so. Könnte ich auch mal, müsste ja Motorrad installieren, am Motorradl. Und Yanni Place kenne ich auf jeden Fall noch. Beste Grüße gehen auch raus an dich natürlich. Oh, ist auf, das Skin! Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's funny, she stays so lucky. They don't truly know me. So, jetzt fahren wir mal nochmal auf die Autobahn auf. Hab ich jetzt schon wieder einen Kratzer? Ja, natürlich habe ich wieder einen Kratzer reingefallen, das Ding. Ich muss die ganze Zeit das Ding reparieren, weil ich die ganze Zeit einen Kratzer reinfahre. Warst du ein bisschen schneller, ich muss da durch, danke. Danke, Spatzel. Ein Traktor auf der Autobahn. Das ist der Sound of a Spende. Das geht mal gar nicht. Vor allem, weil der zu langsam ist. Das ist ein langsamer Traktor. Mal, dass der mir nachfährt. Ey! Hält der jetzt an oder hält er nicht an? Anhalten? Ich glaube nicht, ne? Mal schauen. Ne, der hat nicht angehalten. Also manchmal verstehe ich die Leute hier nicht. Ich wollte nur, dass sie anhalten, ja? Anhalten. Ich glaube, den kannst du nicht anhalten, ne? Das ist, weil der so hoch ist, glaube ich. Das geht nicht bei manchen Autos. Also bei dem, ich kann ihn nicht anhalten, den Wagen. Guckt euch das an. Ah, endlich, es geht doch. So, jetzt fassen wir aber nach. Kein Bock mehr auf dich. So. Einmal bitte nachfahren. Den Traktor bitte, dankeschön. Er fährt jetzt Vollgas hinterher, ne? Ja, der spawnt, Gott sei Dank spawnt er sich hinterher. Vollgas! Bruder! Muss los! Bruder muss groß. Ey, das Ding geht ab. Ich hab einen Druck damit braucht. Da habe ich auch noch die Außenverkehr gezogen aus der Autobahn, so einen Traktor, so einen fetten. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Der Dennis Kaiser bei 5 Euro aus. Bisschen Geld für Leckerlis, bester YouTuber der Welt. Ach komm, da kann man nochmal rausballern hier für dich. Dorschei für ein paar Leckerlis, immer noch. Ich vermisse mein Leckerli-Hype, by the way. Den hätte ich mal gern wieder. Das wäre mal wieder schön. So, hallo. Wissen Sie, warum ich Sie aus dem Verkehr gezogen habe? Auf der Autobahn, ja? Da brauchen Sie Fahrzeug. Was auf jeden Fall die 80 km/h schafft. Und sie sind mit ihren 20 km/h durchgeraddelt. Wissen Sie das? So, Führerschein, Zulassungsschein bitte. Ich hätte es wirklich gern von Ihnen.
Weil mit dem dürfen sie ja nicht mehr weiterfahren. Da müssen sie jetzt einen Anhänger oder so holen. Oder ich hole einen Abschlepper. Christoph Race, alles klar. Ja. Könnten Sie mal bitte aussteigen für mich? Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei so jemanden, der mit dem Traktor auf der Autobahn fährt. Ich mache mal einen Drogentest mit ihm. So. Und ich mache mal einen Playcheck vom Fahrzeug. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei den netten Herren. Einfach nur deshalb, weil er mit dem Traktor auf der Autobahn fährt. Da kann doch nicht was stimmen mit dem. Fahrzeug gehört nicht ihm. Das gehört Tracy Manson. Da werde ich mal gucken, einen Petcheck zu machen und schauen, was er auf dem Kerbholz vielleicht hat. Der Christopher Race. Also das Fahrzeug gehört schon mal nicht ihm. Haben wir da mal keine Probleme. Jetzt schaue ich mal bezüglich... das wollte ich nicht machen. Bezüglich ihm, ob er was genommen hat, ob er was gesoffen hat oder ob er was an Drogen genommen hat. Schauen wir mal. Ah, tatsächlich, seht ihr? Alkohol hat er 0,120%, Limit ist 0,08%. Alkoholgehalt, das ist nicht gut. Sein Körper hat so einen Alkoholgehalt. Ja, das ist schon mal illegal. Das heißt, er ist besoffen gefahren. Auf jeden Fall über dem Limit. Deshalb, ich weiß aber ganz genau, wenn Leute und Cannabis positiv. Also er hat gekifft anscheinend und hat dazu nochmal schön sich einen Sekt oder... Nee, keinen Sekt, der hat sich 100 pro erstmal so ein bisschen Jägermeister gegönnt, der Herr. Jetzt kommst du mal mit. Willst du nicht mitkommen? Ja, ich muss dich aber mitnehmen, Prinzessin. Da haben wir ein kleines Problem mit dir. Das ist folgendes, du hast dich anscheinend nicht gut verhalten. Hat er denn eine Waffe? Er hat eine Waffe gehabt. Ich glaube, die habe ich gerade aufgehoben. Boah, Alter, das hätte jetzt doch schlecht ausgehen können. So, wo sind meine Kollegen? Sind schon wieder weg. Toll, meine Kollegen sind wieder weg. Das wollte ich nicht. Besuch ihn mal. Das ist der Sound of a Spende. Nee, da hat er nichts mehr Auffälliges. So. Können Sie bitte auf den Boden, Dankeschön. Ich hab gesagt, auf den Boden. Ach, egal. Ich hole jetzt einen Kollegen, der soll sie abholen. Check nochmal ganz schnell den Ding hier ab. Dankeschön an Johnny Dampflok. Ey, vielen Dank für 10 Euro. Ist ja auch ein VIP, glaube ich, du, ne? Johnny Dampflok ist, glaube ich, VIP bei mir. Ey, vielen lieben Dank für 10 Euro. Da ballert und prügelt wieder raus. Er lässt die Scheinchen drehen. Vielen Dank an die Dampflok. Geiler Name, by the way. Johnny Dampflok. Ich habe schon mal eine nachgemachte ID-Card gefunden. Das ist schon mal gut zu wissen. So, schauen wir mal. Hat er einen Kofferraum, der Wagen? Das würde jetzt... Ja, hat keinen Kofferraum. Es wäre aber irgendwie lustig, wenn er da suchen würde. Alter, hör mal auf, die zu beleidigen, hat nichts getan. Also dir persönlich nicht. Dann lass mal den abschleppen. Ja, komm, abschleppen den Wagen. Er darf hier nicht mehr weiterfahren. Wir sind hier immerhin auf der Autobahn und da kann hier nirgends mehr weiter. Ja, das geht nicht. Was ist denn das hier eigentlich für ein Bug? Ne, seht ihr das? Hier so der Reifen, also die Felge, macht ein ganz, ganz komisches Ding hier. Was liegt das am Ding hier? Mal gucken. Ne, dem liegt es nicht komisch. Oh, danke schön fürs Abholen. Vielen lieben Dank. Ein bisschen buggy, ne? Aber wünsche ich... Ach, warte mal, ich stehe im Weg. Das tut mir aber leid. Das wollte ich nicht. So. Bist du jetzt in den Stuben rein? Natürlich bin ich das. Beste Frage ever, Alter. So, Leute, ich würde sagen, lasst jetzt mal ein Like da auf dem Stream, wenn euch dieser Stream gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, kein Moneyway zu machen, zu abonnieren, die Glocke, Alter, ich kann nicht mehr reden. Zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, ihr wisst ja, bald 400.000. Und ja, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, ne, zu meinem Real Life, falls ihr das wollt, könnt ihr auch mal bei Instagram vorbeigucken, mal vorbeichecken, da poste ich immer die neuesten Sachen, den neuesten Stuff und vielleicht mache ich heute mal wieder so ein Frage-Antworten-Dingsbums, ne. Wisst ihr, Instagram, da kann man sowas machen, da könnt ihr mir dann eure Frage stellen und ich kann sie beantworten. Deshalb, schaut auf Instagram noch vorbei, lasst dort auch vielleicht ein Follow da. Und ich würde sagen, das war's für heute mit dem Livestream, weil wir streamen schon seit fast 1,5 Stunden. Ich meine, 1,5 Stunden werden es sowieso, weil ich sowieso nochmal Durchgrüße mache. Durchgrüße mache ich, ja. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Und ich glaube, ich werde öfters mit dem Wagen fahren, der gefällt mir ganz gut in der Farbe. Also, wenn der wirklich so aussieht, so hier mit diesem Giftgrün, gefällt mir das wirklich richtig gut, Leute. Hab doch alles schon getan, ja, Minimi Toast bei dir weiß es doch. Also die schon abonniert haben, die müssen natürlich nicht nochmal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und die schon geliked haben, natürlich. So,
Wie gesagt, ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen eine Durchgriffsrunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Für alle, die jetzt keine Durchgriffsrunde starten wollen. Es gibt ja Leute, die gehen dann jetzt schon off. Die wollen ja nicht gegrüßt werden. Gibt ja viele. Die brauchen das nicht und wollen nicht. Johnny Dampflok, vielen Dank für 2 Euro und das Online-Team bei 1 Euro aus. Für den Besten noch. Dankeschön. Grüße geht raus an euch. Da kann man wohl noch mal kein Money reinballern. Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phone, it should stay so low-key. They don't truly know me. Und ich suche Musik von Nefex. Nefex, gib mir mal eine gute Playlist. Rollercoaster. Das ist der Sound of a Spende. Das war raus. Leiser machen das Ganze. Perfekt. So, wartet nochmal ab, bis der Langzeitmodus aktiv ist, da wir durchgegrüßt. Kann nicht mal reden. Dennis Kaiser, danke schön für den Euro. Grüße geht auch raus an dich. So, gehen wir mal hier die Leute durch, die gegrüßt werden wollen. Denn Rai grüße ich. XMVX wird gegrüßt. Ida Neudorf grüße ich. Jason M grüße ich. David grüße ich. Dizzle YouTube grüße ich. Shade Samurai grüße ich. Piotre Gerdes grüße ich. Florian grüße ich. Dann haben wir noch Michelle grüße ich, den Jan grüße ich, Böse ich bin grüße ich, Dexion, Gamer K grüße ich, Sandra grüße ich, dann Game Kroko 9 grüße ich, ProGamer grüße ich, dann Capital Bra grüße natürlich, ich Makunda, David auch grüße, dankeschön fürs VIP sein. Ein neuer VIP, ne? Steht hier. Neues Mitglied. Was ist das? Max 3D-Ball hat 9 Euro aus dem 3D-Drucker den einen Eurölchen hier direkt gedruckt und direkt hier rein donatet. Vielen Dank Max 3D für 9 Euro. Dann aber doch den Florian, den grüße ich. Dann Hammer Gamer grüße ich. Tim Mai grüße ich. Minecraft TV grüße ich. Jasmin's Beauty grüße ich. Dann Marco grüße ich. Hi grüße ich. Laurens grüße ich. Lego Technik Creek grüße ich. Den Markus grüße ich. Dann Bellend grüße ich. Das ist der Sound of a Spende. Das Online-Team ballert nochmal raus. Ist mir egal, einfach nochmal spenden. Vielen Dank an das Online-Team nochmal. Grüße gehen raus. Dann. Das ist der Sound of a Spende. Yaming Pro grüße ich, oder Jaming Pro. Weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Grüße gehen raus an dich und Johnny die Dampflok war auch nochmal raus hier. Dankeschön, Johnny Dampflok. Ey, ballert auch raus nochmal im Ende. Den Markus grüße ich. Yasi Zock grüße ich. Dann Grauer Flug wird grüßt. Dennis grüße ich. Jan R grüße ich. Wargamer grüße ich. Fabian grüße ich. Dann Low, Low, Low bitte. Ach, du meinst einen Beat rein? Warte, lass mal schauen. Habe ich denn noch den Beat? Aber gute Idee, Marius. Habe ich ja leicht mal drin gehabt. Low, 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 low. Mal gucken, wo es ist. So. Jetzt habe ich das drin. Das ist ein gutes Lied. Da hast du recht. Warte, ich mache es gleich hier ein bisschen lauter. Ja, auf den hochpushen. Dann haben wir noch den Real Melvin grüße ich. Dann den Max 3D grüße ich natürlich auch nochmal. Killer Junge wird gegrüßt. Wenn du beim Spiel YouTube live zu Handy willst, musst du Pfeil das da oben drücken und grüß mich. Ja, das Handy musst du auch erstmal schön freischalten, ne? Glaube ich halt, ich muss mal nachgucken. Das Lied ist mega nice von der FX. Ja, ich finde das auch geil. Das ist Rollercoaster, heißt das. Also das vorige. Das jetzige ist so ein Beat. Selina grüße ich, Paul grüße ich, Nico grüße ich, Kajum Tage wird auch wieder gegrüßt. Dann Alien grüße ich. Dann Mac Doyles grüße ich, Onur 10.1 grüße ich, Gamla LP wird gegrüßt. So, Anne und Selina grüße ich, Anna Voss grüße ich, dann Asgar grüße ich, den Robin Jürgen Braun grüße ich, Verbrecherbande wird gegrüßt. Das ist der Sound of a Spende. So, was ist denn da? Dennis Kaiser, nochmal 1 Euro. Dankeschön, Dennis Kaiser. So, der Gamer 22 wird gegrüßt. Oh, der Beat ist schon geil. Low, 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 low. Dann, wen haben wir da? Anthony grüße ich, Chain GLP grüße ich, Max grüße ich, der Erbauer 2017 grüße ich. Marvin grüße ich, Zocker 631 grüße ich, ich mag Toast wird gegrüßt. Gamer Amiadi grüße ich. D-Wine Leon grüße ich. Dann Baby Toast. Grüß mich, Mickey und meine beste Freundin PS. Hab dir Bild von Mickey geschickt per Insta. Muss ich mal angucken. Also Mickey wird sowieso mal gegrüßt in jedem Stream. Und deine Freundin wird auch nochmal gegrüßt. Weil ich jetzt gar nicht mal weiß, wie du deine Freundin hast. Im letzten Stream hast du es mir auch geschrieben. Aber das habe ich mir nicht gemerkt.
Ey, Alexi Bexi hat ein neues Video hochgeladen. Die angucken vor 26 Minuten. Also, was schreibt er denn? Alexi Bexi hat den was kleinsten, hat er groß geschrieben, Gimbal der Welt. Hey, das wär's für mich. Ich suche gerade so ein Ding. Schau mal, Alexi Bexi. Ja, ich stehe auf Alexi Bexi. Bei dem, ich glaube, das ist so einer der einzigen YouTuber, wo ich auch mal die Glocke aktiviert habe. Weil ich habe schon so meine YouTuber, wo ich abonniert habe. Aber bei Alexi habe ich immer die Glocke aktiv, ne? Weil ich da immer nachgucke. Guck ich mal dann auf jeden Fall nach dem Stream mal an hier. Schleicher für Alexi Bexi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich feiere den Typen übelst. So. Kos einem Schrödi wird gegrüßt. I Hate Streamer wird gegrüßt. TFS Power grüße ich. D-King 221 GTA Online und Yu-Gi-Oh! Wird gegrüßt. Ah, Yu-Gi-Oh! Wer kennt's noch? Die alten Yu-Gi-Oh!-Karten auf dem Schulhof gedealt. Ah, das waren noch Zeiten. Weil ich hatte immer diese Fake-Yu-Gi-Oh!-Karten vom Flohmarkt für ich glaube, ein Zehntel des Normalpreises von den Karten. Da waren halt immer die ganz, ganz starken Karten drin. Dieser eine Drache da, den es gab, diesen blauen. Ach, das waren noch Zeiten, du. Kann mich noch voll dran erinnern. Dann Kavarza wird gegrüßt. Lukas grüße ich. Dimiko ist David gegrüßt. So, dann haben wir noch. Dann haben wir hier noch. Wer will noch gegrüßt werden? LY Junel grüße ich. Dann kannst du bei mir auch mal nachschauen. Ja, wenn ich mal wirklich bessere Übersicht bei Insta, aber Insta ist so unübersichtlich geworden, weil so viele Sachen reinkommen. Bei Insta wäre ich am Tag, glaube ich, 50 bis 100 Mal angeschrieben. No shit. Ich krieg im Minutentakt eine neue Nachricht bei Insta. Dann fragen sich so viele, warum ich nicht jedem antworten kann. Das geht halt fast nicht. Weil, Alter, das ist zu viel, was bei Insta geschrieben wird. Aber ich schaue halt immer nach. Also wenn Insta mal was reinkommt, ich schaue halt immer nach. Kann sein, dass ich vielleicht mal was anschaue und nicht zurückschreibe, weil einfach ich die Zeit nicht dafür gefunden habe. Toaster Logo wird gegrüßt, aber ich schaue immer, dass ich zurückschreibe. Emmy Power grüße ich. Finder D Spiele 2 grüße ich. Hallo 1 grüße ich. Apple World grüße ich. Jason grüße ich. Dann Melvin grüße ich. Gaming Bro grüße ich. It's WQ06 bald raus. Du bist voll. Was? Bist voll? Kannst mich grüßen. Ich bin also voll. Danke dafür, Blali. Nee, It's WQ06 grüße ich raus an dich. Natürlich. So. Gaming Bro, am Ende nochmal. Hashtag Dosch halb als gute Nacht. Nee, da gibt's die Disco am Ende. Das hau ich immer rein am Ende. Die Disco. Mit alle wissen, jetzt ist Schlafenszeit. Disco. Weißt du? Macht übelst Sinn, wenn das dann reinkommt, ne? Die Disco. Nee, wir haben noch alles. Das ist der Sound auf der Spende. Grüße Matthias Schwertführer und wir auf YouTube mal vorbei bei Killer. Soll ich da reingucken? Sag nicht, da sind jetzt Minecraft-Videos auf dem Mobile-Phone aufgenommen. Komm mal. Ah nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das ist der Sound auf der Spende. Gott, ich schau mal. Ey, wenn ich da ein Mobile. Nee, aber auf der Play ist okay. Okay, ich sehe schon. Ey, weil ich schon so oft Leute hatte, die haben dann auf dem Mobile-Phone aufgenommen. Hab ich auch so gedacht, okay, das war's jetzt auch wieder komplett. So. Alles besser als auf Mobiltelefon Games aufnehmen, Leute, glaubt mir das. Er meint, wahrscheinlich voll teuer, glaube ich auch. Oder voll scheiße. JPP wird gegrüßt, Boris grüße ich, Danny Wolf grüße ich. Bist du flauschig? Natürlich. Immer flauschig. 24-7 flauschig. Die 24-7 flauschig Army, kann man so sagen. Flo 92, bist der Beste. Dankeschön, Flo. Grüße geht raus an dich. Vielen Dank für deine Donation. Dann Marius STN grüße ich. Wie lange streamst du? Das ist der Sound of Spiel. Ja, Stream ist schon eigentlich vorbei. Ich grüße noch durch hier am Ende. Kannst du meine Klasse 7C grüßen? Von den NKD Lifestyle grüße ich die Klasse 7C. Flo 92, ballert nochmal raus. Oder wird hier rausgeballert? Nee, das habe ich schon vorgelesen, ne? Ledimi nochmal. Grüß mich bitte. Gute Nacht an alle. Da grüße genauso an Ledimi und Zockerhund 123 ballert aber 5 Euro raus. Vielen Dank für 5 Euro. Da bin ich schon wieder stecken geblieben. Also heute habe ich mir die Steckerbleibphase, glaube ich. Das ist so ein kleiner Abklatsch von dem Low, ne? Ihr kennt das Original-Lied höchstwahrscheinlich. Ist ja weltbekannt, aber das ist so ein kleines Abklatsch-Speed-Dings. Hab ich mir ein bisschen selber zusammengeschnitten. Copyright-free aber dafür. So, Lukas grüße ich. Verbrecherbande grüße ich. SkyBHD grüße ich. Jos grüße ich. Matthias grüße ich. Den guten Jens grüße ich. Bisschen TV grüße ich. Dominik grüße ich. Emre grüße ich. Leon grüße ich. Aber noch den Paluten 2-3 grüße ich. St. Jessica grüße ich. Wir machen noch die letzten 20 für heute. Weil sonst brauche ich wieder eine Stunde und wir haben jetzt. Ah, jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten nur durchgegrüßt. Nikolas grüße ich.
Anal und Selina, wobei, die habe ich schon gegrüßt, glaube ich, oder? Oder habe ich die? Nee, nochmal werden gegrüßt, komm, hau mal raus. Zwei Viper is hot gegrüßt. Also, two Viper is hot. Grüße raus. Der unechte Cookie wird auch gegrüßt. Er hat zwar den Stream verpasst, aber er möchte trotzdem gegrüßt werden, natürlich. Itzweko, sorry, meinte, bist voll lustig, habe immer einen Lachanfall. Ey, danke schön für 5,40, du ballerst aber ganz schön raus, du. Dankeschön, Itzweko06. War mir klar, dass das wahrscheinlich negativ gemeint war, wenn du hinterhältst hast. Grüße gehen raus nochmal an dich hier. Freut mich, dass du einen Lachanfall immer hast. Dann haben wir noch den Minecraft, grüße ich. Happy Minecraft, grüße ich. Niklas, grüße ich. Den Thomas, grüße ich. Gaming J, grüße ich nicht, weil er Eigenwerbung macht. So, den Nico, grüße ich. Den Nico Oswalder, den darf ich grüßen. Der macht keine Eigenwerbung. Der ist nett, der fragt, ob er gegrüßt werden möchte. Gegrüßt werden möchte, so. Dann, den haben wir noch. Philippe, grüße ich. Noch die letzten 10 für heute. Den Kevin Gamer, grüße ich. 1905ET20, grüße ich. Die Hanfpflanze lecker, grüße ich. Was ein lustiger Name, Clash. Suchtet grüßt. Dennis XD, lol, grüße ich. Lisa, grüße ich. Dann einen guten Robin, grüße ich. Und die letzten zwei werden noch gegrüßt. Und Dankeschön, Sarah, Iviana, Timo für 2 Schweizer Franken. Kannst du mich grüßen? Natürlich, Grüße gehen raus. Und viele für 2 Schweizer Franken werden nicht eingeblendet. Weil es noch immer diesen Bug gibt, ne? Ich muss schauen, ob jemand Schweizer Franken doniert hat. Wenn ja, tut es mir echt leid. Habe ich heute überhaupt nicht drauf geguckt. Dankeschön auf jeden Fall für 2 Schweizer Franken an Sarah, Ivana, Timo, Grüße gehen raus hier. Natürlich, gerne doch, auch an die Schweizer. Dann noch den Carlos und zu allerletzt eine kleine Grüße. Wobei die Uhr, habe ich die Uhr nicht gegrüßt? Weiß ich nicht. Aber nochmal Uhr, wird nochmal gegrüßt. Jetzt noch die letzte Grüße gehen jetzt wirklich raus hier an Polaroid. Komm, den kenne ich noch. Polaroid, Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's wirklich jetzt für heute. Ich würde sagen, ihr haut rein, wir hauen alle rein. Und... Alter, Sarah, Ivana, Timo, bald nochmal 20 Schweizer Franken raus. Aber geht's noch? Am Ende des Streams sind nochmal 20 Schweizer Franken von Sarah, Ivana, Timo. Holy moly. Da kann man gleich mal noch ein Like halb hier auf deinen Nacken machen. Liken sie jetzt. Mit 20 Schweizer Franken, gerne doch. Ja, aber ohne Witz, vielen lieben Dank. Bau, bau. Bau, bau. Prügeln sie raus, geht am Ende des Streams. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass jemand 20 Euro am Ende des Streams rausdonatet. Ich glaube, einmal hat jemand 100 Euro am Ende des Streams rausdonatet. Wobei, es sind ja Schweizer Franken, ne? Es sind ja die Schweizer Franken, ne? Aber vielen lieben Dank an Sari, Ivana, Timo, der am Ende 20 Schweizer Franken donatet. So, auf jeden Fall, Leute, das war's aber wirklich. Jetzt wirklich, Leute, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr seid abnormal. Ich würde sagen, wir machen nur in den Disco rein, oder? So zum grünen Abschluss Disco. Damit wir mal eine kleine schöne Verabschiedung haben. Der Hund in der Karte. Also Leute, ich würde sagen, das war's jetzt wirklich. Hauen sie rein. Dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen. Jetzt mal wirklich, Leute, haut rein. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen und tschüssikowski.